Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr vielleicht hört, ist meine Stimme etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ich hoffe, ich muss heute nicht allzu viel reden und seht es mir bitte auch nach, dass ich nicht in verschiedenen Stimmhöhen, Stimmlagen oder sonst irgendwie was heute bin, heute nicht in Bestform. Aber weil ich so unglaublich Bock habe zu zocken, habe ich mir heute eingeladen, jemanden zum Mitspielen, nämlich den guten Pölle, der spielt nämlich heute seinen Charakter für die anstehende Kampagne. Und ja, hallo, lieber Pölle. Der Listige zum Gruße. Alrizio Ludovico di Grangor. Gell? Cio. Alrizio. Ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal richtig mache. Bin zu sehr Lateiner. Ja. Falls ihr da draußen zwischenzeitlich gleich, wenn wir spielen, irgendwelche Fragen habt zu dem ganzen Ding hier, seid euch bewusst, wir spielen hier gleich in Aventurien, allerdings nutzen wir nicht das DSA-Spielsystem, sondern wir nutzen Cinema. Und zwar eine weiterentwickelte Version von Cinema. Mit Ausrufezeichen-System kriegt ihr auch den Link zu den Regeln. Zumindest zu den Grundregeln. Moment. So. Und da könnt ihr ruhig mal rumstöbern. Dann wisst ihr auch, wie das hier ungefähr vonstatten geht, was wir hier hinter dem Spielleiterschirm alles treiben. Also erwartet hier nicht großartige DSA-Regeln. Die gibt es nämlich hier nicht. Des Weiteren ist das Ganze hier ein Prelude. Wir stellen heute den durasischen Drecksgeweihten Alrizio. Stellen wir vor. Und wir versuchen, wie das bei diesem Cinema-System halt gedacht ist, möglichst viel Zeit in Time zu verbringen. Und deswegen geht es uns nach, wenn wir mal nicht auf Chat oder so eingehen können. Ich lese alles, was da kommt. Aber es kann sein, dass ich nachher keine Zeit habe. Oder durch das Spiel so abgelenkt bin. Das kann gerade in einem One-on-One oder Duet geben, wie es ja jetzt neuerdings heißt, gut passieren. Ja, ihr regt sich schon der Erste auf, dass der Fexgeweihte offen Fexgeweihter ist.
Aber das ist halt so. Wir müssen jetzt irgendwie noch gucken, dass wir nach einer Hexe kriegen, die dann auch auf eine Hexe ist, damit das wieder ausgeglichen wird oder so. Oder ein Preiosgeweihten, der versteckter Preiosgeweihter ist oder so. Ja, außerdem wollen wir auch nicht immer das Klischee bedienen, sondern schauen, dass wir direkt mit offenen Karten spielen, wenn wir euch hier schon keine Würfelwürfe zeigen und so. dann doch wenigstens direkt mit offenen Karten spielen. Ja. Wenn ihr noch Ausrufezeichen Rizio eingebt in den Chat, könnt ihr auch Informationen zum Charakter bekommen. Und bei Rizio Chio. Ist, ja, Chio, ja, wie die Chips. Chio. Rizio. Ich glaube, das wird ein Meme, dass ich es mal falsch ausspreche. Also Ausrufezeichen Arishiu könnt ihr auch Informationen bekommen, unter anderem auch bis jetzt als einzigen Charakter, weil ich das bei den anderen noch ein bisschen einmal Ausrufezeichen nur sleeve. weil ich da auch ein Dokument freigegeben habe für euch. Nämlich den Charakterbogen. Also auch da spielen wir mit offenen Karten. Ja. Und damit ich Zeit habe, ein bisschen mehr Milch mit Honig zu trinken und mit meiner Stimme nicht ganz erkackt, erzählt euch der Pölle jetzt ein bisschen was über Shio. Zucker. Genau. Ich kann ja direkt beginnen. Alricio heißt eigentlich gar nicht so. Haha, hättet ihr nicht gedacht. Sein bürgerlicher Name ist Eferdion Sandford. In Grangor wissen ziemlich viele Leute, dass der Name Sandford eigentlich der Name der tatsächlich reichsten Familie dort ist. Die Familie, die die Nordmeer-Kompanie in ihren Händen hält und verwaltet, und es sich damit um eigentlich die mächtigste Handelskompanie in ganz Grango handelt, natürlich an den großen Einnahmequellen sitzt und Reedereien unter Druck setzen kann und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat Eferdion nichts mit diesem ganzen Geldkram am Hut und sich sehr früh davon abgekapselt und so eine Karriere, wenn man das denn so nennen darf, als Fexgeweihter eingeschlagen. Wie sich das gehört, geschieht das im Hintergrund mit ganz viel Erwählung und Zufällen und natürlich auch Lebenseinstellungen. Und ich bin schon gespannt, euch zeigen zu dürfen, was das alles für Konsequenzen hat, aus reichem Haus zu kommen und selber eigentlich mit Reichtum gar nicht so viel anfangen zu können. Genau. Ist noch ein sehr junger Mondschatten, durchaus schon voll geweiht. Allerdings auch nicht immer ganz konform, selbst mit dem, was dort an fexkirchlicher Organisation geschieht. Er tritt der einen oder dem anderen durchaus auch unbewusst manchmal auf die Füße. Ich glaube, ein bisschen was davon werden wir heute auch sehen. Wir werden sehen, mal schauen. Gut. Falls ihr noch Fragen habt zum Arishio oder zum Eferdion, du bist gerade wieder stumm. Haut das Ganze ruhig in den Chat. Dann kann der Pölle das vielleicht nebenbei gleich mal tippen, wenn er Zeit oder Lust dazu hat. Gut. Wenn es kein Geheimnis ist. Dann. Recording in progress. Der Hafen der hurasischen Großstadt Grangor. Der Mond leuchtet in voller Blüte den Hafen hinunter
nur ein bisschen verdeckt von den ein oder anderen kleinen Wölkchen, die ihm vorbeiziehen. Hell funkeln ebenfalls die Sterne vom Himmel. Der Listige meint es entweder gut oder schlecht mit Aphaedion. Kommt ganz darauf an, von welcher Seite man das aus betrachtet. Denn Aphaedion möchte gerade eigentlich mehr in den Schatten unterwegs sein hier am Hafen. Er ist sogar im vollen Gange. Er hat mit ein paar Kletterhilfen sich emporgeklettert an einem Schiff, das hier im Hafen festgemacht hat. Ein nostrianisches Schiff. Mit momentan abgewickelter Takelage, aber, so hat Aphaedion herausgefunden, und voll beladen. Bereit, morgen früh abzulegen. Deswegen ist das jetzt die letzte Chance für ihn, seinen Auftrag zu vollenden, den er bekommen hat von der Großmeisterin des Ordens. Was genau es mit diesem Auftrag auf sich hat, weiß er eigentlich gar nicht. Er weiß nur, dass er ein Kästchen bergen soll. Eine kleine Karte bekommen, wo es sich ungefähr im Schiff steckt. Versteckt ist das richtige, ist die richtige Wortwahl, denn hat jemand im Sinne des Listigen versucht, etwas Kostbares vor den Augen von Dieben zu verwahren. Und das geht ja nun überhaupt nicht. Denjenigen Leuten muss eine Lektion erteilt werden. Denn man kann vor den Augen des Listigen nicht alles verstecken. Und Aricio bzw. Aphaedion ist heute Nacht die ausführende Hand des Listigen, klettert nun an Bord des Schiffes. Ausgespäht hatte die Wachmänner und Wachfrauen, die patrouillieren. Einige davon sind schon stark angetrunken. Dafür hast du gesorgt, indem du in der Hafentaverne das ein oder andere Bier ausgegeben hast, bevor ihre Schicht begann. Vielleicht hilft das. Was sieht Aricio, als er über die Reling hüpft? Also ich schaue mich, bevor ich über die Reling hüpfe, werde ich wohl ein kleines Stoßgebet zum Herrn der Sterne geben. Und um seinen Beistand bitten, und zwar um ganz handfesten Beistand. Ich werde nämlich über die Reling hüpfen und mir dann nochmal übers Gesicht streichen und weiß aus meiner Ausbildung heraus, dass ich in der Gunst des Listigen durchaus von ihm die Fähigkeit zugestanden bekomme, ein unverdächtiges Äußeres einzunehmen, wenn ich dies so tue. Was es mir dann noch einmal einfacher machen sollte, mich auf dem Schiff zu bewegen, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Weise durch die Gegend schleichen müsste. Es ist sehr, sehr schwierig, sich auf so einem Schiff gut zu verstecken. Erst recht, wenn man dieses Schiff nicht selber mit ausgerüstet hat. Man weiß nicht, wo die Fässer alle stehen. Man weiß nicht, wo die Truhen hingestellt wurden, wo irgendwelche Seile irgendwo entlang gespannt sind. Es ist unglaublich schnell mal passiert, dass man dann stolpert und ungewünschte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Deswegen eben in jener Verkleidung und mit den Vorsichtsmaßnahmen der Trunkenheit der Wachen springe ich über die Reling, schaue mich einmal um und werde wahrscheinlich das Deck erst einmal ganz genau in Augenschein nehmen. Wie viele Personen befinden sich jetzt gerade hier? Ich kenne ja die Leute, die ich mit Alkohol versorgt habe. Ist da irgendein Gesicht, das mir bisher noch nicht von vorher bekannt vorkommt? Hier oben an Deck siehst du nur zwei Wachen gerade patrouillieren, einen Mann und eine Frau. Die Frau oben der Empore, wo das große Ruder ist, der Mann beim Hauptmast, der gerade irgendein Fass untersucht.
Die Frau starrt aufs Meer hinaus. Beide kennst du aus der Hafentaverne. Ja, nichtsdestotrotz werde ich sie jetzt nicht ansprechen, um jetzt nicht unnötig Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, sondern habe mir wahrscheinlich im Vorfeld schon ordentlich ausgespäht, wo die wertvollsten Gegenstände eingebunkert sein könnten, wahrscheinlich in Richtung Kapitänskajüte. Und da würde ich mich dann relativ leise, unauffällig, im Sternenlicht hinstehlen. Du schleichst dich Richtung große Tür der Kapitänskajüte. Dann merkst du, wie ein Blick deinen Rücken trifft. Ein kurzes Hey! Ja. Oh, ihr seid's. Nichts für ungut. Alles in Ordnung hier drüben. Herr Ferdion rüttelt ein bisschen an der Tür und merkt, sie ist verschlossen. Wenn er jetzt nicht in die Tür eintreten kann, wird wohl auch die beste Tarnung auffliegen. Dann schaue ich mich nochmal verstohlen um, greife in meinen Mantel und hole mein Schließbesteck hinaus und mache mich auch da möglichst unauffällig eben an der Tür zu schaffen. Mit Türen eintreten habe ich es nämlich nicht so. Das sollen andere tun. Geschickten Handgriffen hörst du ein Klicken und ein Klacken. Und dann bist du dir sicher, dass die Tür offen ist. Nostrische Wertarbeit. Ja, natürlich stehle ich mich schnell und leise hinein, mach die Tür zu, schließ wieder ab, wenn man das von drinnen kann. Und habe nicht, lasse ich einfach, mache ich leise zu, ne? Und schaue mich direkt einmal innerhalb des Raumes um. Es ist dunkel. Stern- und Mondlicht fällt durch etwas größere Fenster im hinteren Bereich in den Raum hinein. Eine Lagerstätte. Kennst du direkt am Fenster? Da liegt jemand. Wahrscheinlich der Kapitän. Allerdings vernimmt Ferdion auch tiefes Schnarchen. Auf einem Tisch neben dem Bett siehst du einen großen Krug, der entblombt ist und von dem noch die letzten Gerüche Richtung Haupttür wandern, starker Rum. An den Wänden sind einige Regale aufgebaut mit allerlei Blättern und Büchern, Schriftrollen, aber auch allem möglichen merkwürdigen Tand. Figürchen von Walfischen, andererlei Fischen oder sogar ein Fischernetz, das sich so halb über ein Regal gespannt sieht. Dann ein großes Bild an einer Wand, was ein Schiff zeigt mit nostrianischer Flagge. Gemütlich eingerichtet, dieser Raum. Ein kleines Schreibpult kannst du noch erkennen. Ein Schemel. Eine Truhe. Ein Zwei. Da hinten ist noch eine. Sieht die andere etwas versteckt aus?
Ja, die ist so ein bisschen in eine Nische geschoben worden. Deswegen konnte man sie sofort nicht erkennen. Irgendwo hier in der Kapitänskajüte soll dieses Artefakt, was du holen sollst, sein. Aber wo, das konnte dir keiner sagen. Dann werde ich mich zuallererst bei dieser etwas versteckten Truhe umschauen. Hol meinen, na, wahrscheinlich habe ich mein Schließbesteck noch in der Hand. Und werde versuchen, das möglichst leise aufzutun. Kein Laut gibt dieses Schließbesteck von sich. Kein Laut von den Schuhen von Eferdion. Oder Eferdion. Lautlos bewegst du dich durch die Kapitänskajüte. Lautlos holst du das Schließbesteck heraus und lautlos sind deine Handgriffe am Schloss der Truhe. Nicht lautlos ist das laute Klack, als es aufspringt. Diese Truhe, der Schließmechanismus, war wohl nicht ganz so gut geölt und nicht ganz so gut in Schuss, wie du gedacht hast. Ein kurzes als sich der Körper unter der Bettdecke der Schlafstätte am Fenster einmal herumdreht und nun mit dem Kopf zu dir liegt, aber immer noch tief und schwest vor sich hin schnarcht. Als er dann so mit Augen zu so auf mich und weiter. Nun wissend, dass die Truhe nicht ganz auf dem neuesten Stand ist, machst du noch vorsichtiger den Deckel der Truhe nach oben auf. Es gibt ein ganz leises Quietschen, aber durch die vorsichtigen Handgriffe wird es nicht zu einem großen und nervtötenden Ton, der es sonst wahrscheinlich gemacht hätte. In der Truhe, die fein ausgekleidet ist von innen mit Samt, findest du einige Stoffutensilien, Kleidungsstücke. Den ersten Blick. Kleidungsstücke, was für ein Material? Seide, Leinen? Es sieht, wenn du es jetzt so im Dunkeln oder im Mondeslicht betrachtest, nach feinerer Kleidung aus, vielleicht eine Uniform oder so etwas, allerdings nicht im eurasischen Stil. Auch nicht im eurasischen Stil von vor 20 Jahren? Dann sind es auch keine Mittelländer. Wahrscheinlich Nostrianer. Ja, ich wühle ein bisschen. Kleidung macht ja glücklicherweise nicht allzu viel Krach. Ziehst die Kleidungsstücke beiseite, siehst dann noch einen Dreispitzhut, der darunter ist, mit allerlei Medaillen ausgestückt ist. Jetzt bin ich neugierig, was sind das für Medaillen? Steht da was drauf? Ist da irgendwer abgebildet drauf? Nee, keiner richtigen. Also du tust dich ein bisschen schwer damit einzuordnen, was das jetzt genau sein soll. In deiner Unwissenheit, was richtig Seemanöver und Seegarden und so etwas angeht, musst du auf das zurückgreifen, was du überhaupt darüber weißt und denkst wohl, dass es Hoheitsabzeichen von irgendeiner Flotte sind, die du nicht näher bestimmen kannst. Also okay, aber ein hohes Tier. Ja, es sieht jetzt nicht offensichtlich nach nach Fantasieabzeichen oder so aus. Nein. Dann siehst du noch einige Dokumente darunter hervorscheinen. Schriftrollen, die eingerollt sind. Nur grob mit Schnur
umwickelt sind. Ein Dolch in Scheide, in einer ledernen Scheide. Und mehrere Kästchen. Und Beutel. Wie sind die Kästchen so verschlossen? Sind die selber auch noch mit einem Schloss versehen? Oder sind das einfach nur so Kästchen, die man halt so zumachen kann, damit es nicht nass wird? Oder was sind das für Kästchen? Die sehen aus wie Schmuckkästchen. Schmucke. Also im Prinzip so ein ganz einfacher Klappmechanismus zum Aufmachen. Jetzt ohne irgendwie noch ein Riegelchen davor oder so. Ja, ein kleines Riegelchen, damit es nicht über irgendwie aufspringt, aber jetzt nichts, wo man irgendwie einen Schlüssel oder sowas für bräuchte. Ja. Ich bin hier, um ein Kästchen zu stehlen. Wie genau ist die Beschreibung des Kästchens gewesen? Hat dir gesagt, dass der Listige dafür sorgen würde, dass du es auf jeden Fall erkennst, weil es ein zwölfgöttliches ist, zwölfgöttlichen Bezug, dass du die Anwesenheit der Zwölfe merken würdest. Was aber bei diesen Kästchen nicht der Fall ist. Verdammt, ich will trotzdem sehen, was da drin ist. Deswegen gucke ich mal rein. So zumindest in eins. Unterschiedlichste Geschmeide. Gold, Silber. Mal mit Rubinen, mal mit anders teuren Edelsteinen besetzt. Eine Kette mit einer sehr, sehr hochwertigen Mechanismus, dass man so ein Medaillon hat, das man aufklappen kann. Das sieht sehr, sehr modern aus. Was hast du durchaus schon mal gesehen bei den ein oder anderen horasischen Damen oder Herren, die das momentan gerne tragen? Wenn du da aufklappst, siehst du auch, dass dort die Symbole von Effort eingelassen sind innen. Ja, dann lege ich alles wieder zurück an seinen Platz, leg's zurück, mach die Truhe zu. Uninteressant, das Zeug. Blitzt und blinkt. Na und? Und ich mache mich auf den Weg zur anderen Truhe und bin jetzt noch einmal sehr vorsichtig. Der wird ja sicherlich irgendwas, irgendwie ein Säbel oder so haben hier in ihrem Raum. Und der wird sicherlich auch irgendwo Waffenpflegemittel horten. Da schnappe ich mir dann einfach mal so, so ein bisschen Waffenöl und wahrscheinlich werde ich da auch irgendwo ein Tuch finden. Tränk das Tuch in dem Waffenöl und schmier mal auch alle möglichen Mechanismen erst ein bei der neuen Truhe, bevor ich sie öffne. Ja. Der Säbel ist tatsächlich auch so über den Bettpfosten gehängt bei ihm. Und das Waffenpflegeset findest du in einem der Regale. Und ölst dann die Truhe erst einmal, bevor du sie aufknacken möchtest. Aber legt natürlich alles wieder an seinen Platz zurück. Die Truhe gibt nicht so viel Widerstand wie die letzte Truhe. Das ist dir viel, viel einfacher als das letzte Mal. Springt auf. Und gibt noch mehr Kleidungsstücke frei. Ja, wühl. Nichts mehr außer Kleidung. Sonst im Zimmer dich immer umsiehst, ist nirgendwo irgendwie ein Kästchen oder sowas sonst noch zu finden. Also findest natürlich noch so ein Kästchen mit Tintenfästchen und sowas drin. Weil jetzt, wenn du es irgendwie anfasst, so an die ganzen anderen Kästchen irgendwie nichts, gibt dir irgendwie ein Gefühl davon, dass es irgendwas Besonderes wäre. Was ja du gesagt bekommen hast, dass du nach dem Besonderen Ausschau halten sollst. Soll ja auch nicht so einfach sein.
Nichtsdestotrotz sagt mir meine Intuition, dass es hier irgendwo im Raum sein müsste. So die Beschreibung. Ja, ich versuch mal im Dunkeln mir so den, also so im Halben ist ja so, so sagt es, Stern und Mondlicht kommt schon durchaus rein, den Boden ein bisschen zu begutachten, ob es da irgendwelche losen Dielen gibt oder so. Der Boden ist ziemlich fest. Klar sind es Schiffsdielen, aber nichts, was man großartig wegmachen könnte. Aber als du den Boden untersuchst und Richtung Wand unterwegs bist, fällt dir auf, dass eine der dieser Schiffswände anders gefertigt ist als der Boden und die gegenüberliegende Wand. Die ist nämlich ziemlich massiv, sieht sie aus, anstatt mit Bohlen und Dielen. So ein bisschen, als gehörte sie hier nicht her. Ich taste ganz, ganz genau diese Stelle ab, um vielleicht einen Mechanismus zu finden. Würde ihn noch nicht drücken, wenn ich einen finde oder ziehen oder was auch immer ich dafür einen Mechanismus finde, sondern würde erstmal mir wirklich ein gutes Bild von dieser Stelle an der Wand verschaffen wollen. Tatsächlich findest du in dieser Wand eine Art Druckpunkt, der ein Mechanismus sein könnte. Okay, so ein Mechanismus, ich habe es gerade gelernt, der kann sehr laut sein. In dem Moment regt sich die Gestalt hinten auf dem Bett wieder. Ja. Ich greife nochmal in meine Tasche, ziehe meinen Geldbeutel aus der Tasche, nehme zwei Münzen, leg sie daneben und spreche nochmal ein Stoßgebet zu Fex und sage: Leise, bitte. Und drücke dann den Knopf. Lautlos schwingt ein Teil der Wand beiseite, gibt einen Hohlraum frei. In dem Moment grummelt es wieder leise. Warum denn leise? Und dreht sich von dir weg. Ist da ein Kästchen in dem Hohlraum? In der Tat ein fein verziertes Metallkästchen. Dieses Mal mit einem Schloss sogar. Und was sagt mein Zwölfgötterradar? Wenn du es so anfasst, merkst du tatsächlich ein leichtes, einen leichten Schauer, der dir über die Arme und über den Rücken läuft. Und neben dem Kästchen liegt außerdem eine kleine Schriftrolle, die auch in das Kästchen passen würde. Ich gucke das Kästchen an, ich gucke die Rolle an, ich gucke das Kästchen an, ich nehme die Rolle und öffne sie. Die ist versiegelt. Ist das Siegel brechen? Was ist das für ein Siegel? Ein Siegel ohne, also so ein Siegelwachs-Ding, aber ohne Initialien oder so, ohne Symbol. Go. Knack, knick. Das Ding wird entrollt. Und dann findest du die Beschreibung, also eine Beschreibung des Kästchens. Vorsicht beim Öffnen. Das erste Mal öffnen kann durchaus schwierig sein. Nicht an der Taste unten am Gestell des Kästchens drückt. Dann eine kleine Beschreibung von irgendwas, was dir überhaupt nichts sagt, eine Art Karte oder so etwas. Ich erwarte, dass das Kästchen nicht nach Gerasim gelangt. Wobei das nicht sehr, sehr blass geschrieben ist, als ob jemandem dort die Tinte ausgegangen ist. Ich kann es kaum lesen.
Der Gegenstand gehört Herrn Talitschin. Und ich erwarte, dass er es nicht bekommt. Er bringt es nur zurück. Und das können wir nicht zulassen. Gezeichnet P. Das Ganze wirkt interessant. Ich roll dieses Pergament zusammen. Das kommt auch in meinen Mantel. Kann man immer noch mal gut gebrauchen. Und dann werde ich mich inklusive der Vorsichtsmaßnahmenanleitung, die ich aus dem Pergament habe, an diesem Kästchen versuchen. Ephedion ist sehr geschickt darin, Schlösser aufzubekommen. Und deswegen ist es auch, obwohl auch der Anleitung relativ einfach für ihn. Das Kästchen schnappt auf und er bemerkt sofort, was hätte passieren können, wenn er nicht gewusst hätte, was. Eine kleine Amphore ist unter den Deckel gespannt, die eine Art dickflüssige Flüssigkeit enthält. Jetzt, wo du mit dem Sicherheitsmechanismus das Ding geöffnet hast, könntest du sie sogar abziehen. An dich nehmen. Quasi aus dem Mechanismus entfernen. Sodass der Nächste, der die Truhe aufmacht, es ohne Probleme machen könnte. Ja, das hat mich jetzt überzeugt. Da, kann ich die Ampulle auch mitnehmen? Genau, kannst du rausnehmen, kannst du mitnehmen. Alles mitnehmen. In dem Kästchen selbst siehst du in ein Tuch eingeschlagen einen länglichen Gegenstand, ungefähr handbreit, vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist das Einzige, was sich in dem Kästchen befindet? Genau, allerdings im Tuch eingeschlagen. Ja. Ein paar Mal mit Schnüren umwickelt. Das muss ich ja jetzt hier nicht begutachten, wenn ich es eh mitnehme, ne? Also. Es kommt alles in die vielen Taschen unter meinem Mantel. Und dann? Und dann vermute ich, dass ich meinen Auftrag beende, indem ich mich möglichst. Kann man die Fenster aufmachen? Ort und Stelle, ja. Bitte? Das Kästchen bleibt an Ort und Stelle. Das Kästchen bleibt hier, ja. Das muss ich jetzt nicht mitnehmen. Das mache ich wieder zu. Ich nehme aus der einen Truhe noch einen, der hat ja da so Zeugnisse und Pergamente auch drin liegen gehabt, ne? Nehme ich auch so ein Ding und lege das einfach daneben, damit man auf den ersten Blick nicht sieht, dass da irgendwas entwendet worden ist. Also wenn er einfach nur mal aufmacht, um mal danach zu gucken, ob irgendwas mit seinem Schätzchen da los ist, wird er dann nicht sehen, dass sich da irgendwas getan hätte. Das sei denn, er guckt halt genauer, ne? Ja. Ja, genau. Wenn er sich das natürlich ganz genau anguckt, ja gut, dann bin ich auch schon über alle Berge, aber so wird er hoffentlich ablegen und erst auf hoher See merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und hier nicht in Grangor noch einen Radau machen. Genau. Und dann würde ich mich auf möglichst leisen Pfoten. Kann man die Fenster hier öffnen? Die Fenster sind halt an der Bettstatt hinten. Müsstest halt über ihn drüber klettern oder so. Dann gehe ich auf dem gleichen Weg wieder raus, wie ich reingekommen bin. Ja, gehst du raus. Ist ein bisschen geschäftigeres Treiben, als du reingegangen bist. Und du an Bord. Der Mann, der eben noch irgendwie der dich immer gesehen hatte,
in Anführungsstrichen, redet gerade mit irgendwie einem relativ abgeheiftert aussehenden Schiffsjungen. Ist deswegen ziemlich abgelenkt. Der Schiffsjunge selbst steht mit dem Rücken zu dir. Wenn du dich nach der Frau umschaust, steht die oben und schaut auf die beiden hinunter und scheint ein bisschen zu kichern. Ja, wahrscheinlich hat er die Planken nicht ordentlich geputzt oder so. Und abgehalftert sind Schiffsjungen immer. Von daher, möglichst schnell hier weg. Über die Reling, nach unten, an den Steg entlang, in den Schatten, in der Seitengasse hinter der Taverne verschwindend. Und wohin dann? Wann soll ich das Ding abgeben? Möglichst schnell. Dann erstmal in der Seitengasse umschauen und gucken, was ich da geklaut habe. Schlägst das Ding aus, siehst, also auf, siehst ein, wie gesagt, etwas ja, überhandlang großes, längliches Stück Holz mit feinen, ja, silberfunkelnden Linien darin eingelassen, als ob jemand Metall in ein Holz eingraviert hätte. Die silbernen Linien funkeln im Sternenlicht. Und dann drehst du es ein bisschen und die Linien scheinen ein bisschen zu verschwimmen, ineinander überzugehen und bilden ein eigenartiges Symbol aus zwei Dreiecken, die auf der Spitze miteinander balancieren. So eine Art stilisierte Sanduhr, oder? Ja. Und das Holz ist an einer Ecke halt auch angespitzt. Schickes Ding. Aber wahrscheinlich hat es mit der Preziose noch etwas Mystisches auf sich, sonst... Der Schauer zieht sich auch weiterhin über deinen Nacken. Das ist aber jetzt kein dunkler Schauer, oder? Also, das fühlt sich so ein bisschen an wie... wie tief im Gebet versunken oder gerade totale Glückssträhne oder so, ja? Ja. Allerdings ist da noch irgendwie so ein Hauch, der gerade so durch die Gasse weht, der sich so ein bisschen fröstelnd anfühlt, obwohl es eigentlich ziemlich warm ist hier gerade in Grangor. So. Du sollst nicht nach Gerasim. Ich wickel das Ding wieder ein und verstau es wieder gut. Mach mich auf dem Weg in den Fex-Tempel. Der Fex-Tempel in Grangor ist ein Unikat. Also nicht wirklich Unikat, aber eine Seltenheit. Der Fex-Tempel ist ein öffentlicher Fex-Tempel. Das Haus der Handelsreisen ist ein offener Fex-Tempel, geführt von Talia Tebruk, der hübsch anzusehenden, mittlerweile einige Jahre über die 50 schon, aber immer noch gut in Schuss die Dame, immer noch mit mehr Verehrern an beiden Händen, als sie zählen könnte, wenn sie denn wollte. Und über das
eine Vermögen, was sie besitzen soll, will man gar nicht erst sprechen. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn Alrizio da den Tempel betritt? Was sieht er? Was ist da für ein Treiben gerade mitten in der Nacht? Ist da überhaupt Treiben mitten in der Nacht? War Alrizio oder Ferdion schon mal da? Zu spät? Hat er da vielleicht schon mal übernachtet? Kann man da überhaupt übernachten? Beschreib mal ein bisschen, wie es da aussieht. Ja, also es gibt natürlich die große Börsenhalle. Das ist das Zentrum und ja auch die Pracht der Grangora-Fex-Kirche. Hier werden die Versteigerungen, sowohl die rituellen, die spirituellen Versteigerungen, als auch die tatsächlichen Börsenversteigerungen, die Schiffsanleihen und so weiter, die man kaufen kann, tagsüber gehandelt. Das ist tatsächlich ein Ding mit vielen Schreibtischen, mit einer großen Bühne, wo halt die Auktionen dann stattfinden, mit so Publikumsbänken, um da den ganzen Reichen, die ganzen reichen Handelsleute, die dann die Schiffsanleihen kaufen, um den Platz zu bieten, damit sie da an der Auktion teilnehmen können. Das ist aber nicht der einzige Teil des Fex-Tempels und das ist auch nicht der, den ich jetzt gerade aufsuchen werde, sondern ich werde den hinteren Teil des Fex-Tempels aufsuchen. Werde aber durch den Vordereingang reingehen. Es gibt oben drum laufend so eine Empore, zu der es aber offensichtlich keinen Aufgang gibt. Keine Treppe oder so, die man sehen könnte. Man muss schon ziemlich genau wissen, wo sich die Leiter dafür befindet. Die ist an einer Säule ziemlich versteckt dort eingelassen. Und man muss dann auch echt ordentlich klettern können, um da hochzukommen. Ich mache das und kletter dann eben auf diese Empore, wo sich um diese Uhrzeit wahrscheinlich noch ein paar Geweihte herumtreiben werden. Manche kommen wahrscheinlich von ähnlichen Aufträgen zurück, wie ich den gerade erledigt habe, teilweise auch aus dem ganzen Horasreich, gegebenenfalls auch aus den angrenzenden Nordmarken Almada oder Windhag. Und natürlich auch dann denjenigen, die dann hier Nachtdienst tun. Genau, denn nachts ist schließlich auch eine Anbetungszeit. Wenn da gerade an solchen Nachten, in denen das Sternenzelt gut zu sehen ist. Und da werden sich dann auch einzelne Kapellräume finden, die jeweils einzelnen Heiligen geweiht sind. Shukshum oder dem heimlichsten Kalaman. Genau, aber es finden sich halt eben auch dann Schlafkojen tatsächlich dort, ja, für die Tempeldiener, die im Tempel halt Dienst tun. Und diverse, ja, man könnte es als Separés bezeichnen oder Büros für eben die höheren Geweihten, die in den administrativeren Arbeiten beschäftigt sind. Und da gehört ja dann die hochgeweihte Terburg eindeutig dazu. Was dir sofort auffällt, als du hier in den hinteren Bereichen der Empore entlangläufst, das Büro von Terburg suchend, ist das große Fenster, was nun geöffnet ist, was sonst immer zu ist. Man eine große Apparatur aufgebaut hat vor dem Fenster, ein Fernrohr, und dass ein Akolut und ein Geweihter darum herumstehen. Einer deiner Freunde, Palmides, steht dort und redet auf den Akoluten ein. Was kannst du erkennen? Was kannst du erkennen? Es sind noch alle da. Es sind noch wirklich alle da. Ja, wir haben uns vertan. Entschuldigung. Lass mich selbst sehen. Sehr gut, sehr gut. Das Sternbild ist noch intakt. Dachte. Wir müssen unsere Karten ein weiteres Mal ändern, aber es war wohl nur ein Fehler deinerseits. Beschenkt der Herr uns heute Nacht nicht mit einer Preziose aus seinem Hort? Oh, Ferdion. Du so spät hier? Das ist selten. Willst du mit uns die Sterne sehen? Vielen Dank ein anderen Mal, gerne.
Jetzt suche ich allerdings. Hier hat die vermutet, dass einer der Sterne wieder gefallen ist. So wie die letzten Jahre es ja immer wieder kam. Das meinte ich gerade. Aber nein, ich suche die Vogtvikarin. Wo ist sie? Er redet immer in so komischen Sätzen, ne? Ja, der Listige hat ihm ein Talent für Sprache eingegeben, das er mir nicht geschenkt hat. Ich bin eher so der Tüftler. Böse Zungen hier im Tempel behaupten, ich würde Ingrim näher stehen als dem Listigen, aber sie lügen alle. Mach dir keine Sorgen, wir wissen deine Arbeit zu schätzen, mein Freund. Ohne mich hättet ihr die Fernrohre auch nicht. Gott, er hat der Strandum. Einer muss ja auch die ganzen Dietriche herstellen, nicht wahr? Ruhig jetzt! Niemand soll wissen, dass ich das mache. Grauling, du wirst auch noch eine rhetorische Ausbildung erhalten. Mach dir keine Sorgen. Eine was? Ja, genau. Rhetorik. Psst. Das ist gut. Du schweigst jetzt besser bis morgen früh. Als Strafe, nein, der Grauling. Als Strafe für deinen falsch beobachteten Sternenfall. Mit sowas spaßt man nicht. Also tatsächlich behauptet, im Sternenbild des Vex wäre ein Stern gefallen. Was wäre daran schlimm? Dass das Sternenbild verwoben wäre und wir hätten alle Karten neu machen müssen? Rausstreichen? Du hast keine Ahnung davon, wie viel Arbeit da drin steckt, nicht wahr? Macht dich das nicht irgendwie stutzig, dass die Sterne vom Himmel fallen? Palmides, nenn mir einen Tag oder eine Nacht auf Dere, in der sich nicht etwas verändert. Das kann ich nicht. Und wenn's das Sternzelt ist, wird der Listige sich etwas dabei denken. Ich behaupte nicht, dass ich verstehe, was er sich dabei denkt. Aber er wird sich etwas dabei denken. Und wenn sich sein Bild verändert da oben, dann hat das Auswirkungen auf das Bild hier unten, so sagt man. Alles, was dort oben ist, ist ein Abbild dessen, was hier unten ist. Aber alles, was sich da oben verändert, kommt hier runter. Ja, und das macht mir noch mehr Sorgen. Es würde dir Sorgen machen, wenn der Graue vom Sternenzelt zu uns hinabsteigt? Ja, ich wüsste nicht genau, wie ich mit dieser Information umgehen sollte. Stell dir mal vor, was das auslöst. Das muss dann sofort untersucht werden. Das muss eine Expedition, also man kann es ja nicht irgendwem lassen, dann müssen wir sofort und so. Du solltest dann einen Brief an die Nanduskirche in Winsalt schicken, bitte. Und dich mit ihnen darüber austauschen. Also ehe der Brief an die Nanduskirche in Winsalt ankommt und dort bearbeitet und eine Antwort zurückgeschickt würde, wäre der Stern längst von irgendeinem Mittelreicher gefunden worden, wahrscheinlich. Amico, dann schnapp dir das schnellste Pferd, das du finden kannst. Und schick mich hinter dem Stern her. Du reitest nach Winsalt, ich hol den Stern, wir gucken weiter. Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, ohne dass die Eier schon gelegt sind. Ja, du hattest eine andere Aufgabe. Du warst weg. Übrigens das erste Mal seit langer Zeit. Was hast du gemacht, dass du so einen großen Auftrag gekriegt hast? Ich habe keinen Auftrag bekommen. Verstehe. Der Grauling guckt so ein bisschen. Ich schaue den Grauling ein bisschen belustigt an. Jetzt sag du doch mal was dazu.
Er setzt kurz dazu an, irgendwas zu sagen. Und dann der strenge Blick von Palmides. Und der bleibt. Palmides, lass ihn reden. Nein, er muss seine Strafe ja auch absitzen. Es gibt andere Möglichkeiten zu antworten. Mal sehen, ob er es rauskriegt, welche. Und jetzt siehst du den Schweißperlen auf der Stirn des Graulings ausbrechen. Ich mach so drei Handbewegungen. So nach dem Motto, rede. Tja, wenn man jetzt aufgepasst hätte, hm? Das ist die zweite Lektion für heute Abend. In den Klassen besser aufpassen. Dann kannst du dich auch verständigen, ohne zu reden. Es wird heute nichts mehr mit dir, ab ins Bett. Ich werde noch ein bisschen die Sterne begutachten. Und vielleicht ein Auge auf Ferdion werfen, wenn er seinen Nicht-Auftrag beendet. Wenn du mich bespitzeln möchtest, sag mir das doch nicht vorher. Dann wäre es zu einfach. Schick. Alles klar. Grauling, komm, wir gehen raus. Er nickt. Und kurz, wenn wir rausgehen, schaue ich mich nach Palmides um, packe auch nochmal eine Hand in meinen Mantel und schenke ihm einen Keks, den ich heute Nachmittag irgendwie übrig behalten habe, vom Tee oder so. Lern möglichst schnell Attack. Dann kannst du es ihm heimzahlen. Ein Nicken. So, jetzt muss ich aber trotzdem irgendwo die Fugtikare noch finden. Wo könnte die sich denn jetzt aufhalten, wenn sie nicht in ihrem Büro ist? Das ist immer Teil des Rätsels. Oder Teil der Aufgaben, sie zu finden, wenn man wiederkehrt. Dann wird mir ja wohl nichts anderes helfen, als erstmal nach Spuren Ausschau zu halten. In ihrem Büro hat sie Palmides mit seinen Apparatschaften hinterlassen. Das heißt, sie braucht es im Moment nicht. Nichtsdestotrotz wartet sie darauf, dass ich schnellstmöglich zu ihr zurückkomme. Ich gehe also grundsätzlich davon aus, dass sie hier irgendwo im Tempel ist. Ich habe sie auch nicht beim Reinkommen gesehen in der großen Halle. Das wäre sehr offensichtlich gewesen, dann wäre ich sofort auf sie zugegangen. Das heißt, ich schaue jetzt als allererstes erst einmal in die verschiedenen Kapellen, um dort zu schauen, ob sie sich zum Beten zurückgezogen hat. Keine Spur. Ich versuche mich mal dran zu erinnern, was sie denn ansonsten ganz gerne eigentlich tut. So zwischendurch. Es gibt ja immer so Sachen, die man zur Entspannung oder zur Meditation einfach macht. Ja. So richtig gut in ihren Freizeitaktivitäten bist du jetzt nicht informiert. Eigentlich jedes Mal, wenn du sie getroffen hast, sie sehr beschäftigt. Es scheint fast so, als ob ihr ganzer Tagesablauf ein einziger bürokratischer Verwaltungsakt ist. Allerdings hast du ja auch noch nie wirklich irgendwie also belastet, beschäftigt oder unter irgendeinem Druck wahrgenommen. Und sie ist eigentlich immer die Frohnatur, die sie nach außen vorgibt. Immer umringt von vielen Leuten. Und wenn sie das nicht ist, dann umgibt sie sich gezielt mit den Leuten, mit denen sie gerade zu tun haben möchte oder mit wo es die Pflicht, wo es der Pflicht oder der Anstand gebietet, dass man mit ihnen gerade allein ist.
Was auf der einen Seite bedeuten kann, Ephelion, wehe, du nervst. Weil sie gerade Pflichten und Anstand in irgendwelcher anderen Richtung auf der anderen Seite könnte das natürlich auch sein, dass ich mich einfach mal in Geduld üben muss und auch einfach bis morgen früh warte, bis sie die Börse wieder öffnet. Was du wohl weißt, ist, dass der Auftrag, den du bekommen hast, auch zusammenhängt mit einem Gast, den ihr hier im Tempel habt. Alles klar. Der im Gästetrakt halt ein Zimmer bezogen hat. Dann wird es genau das sein, wo ich mich als nächstes hin aufmache. In den Gästetrakt. Der befindet sich natürlich nicht hier oben, sondern der ist relativ offensichtlich neben der Börsenhalle. Da die Fexkirche für gewöhnlich, ausgerechnet ja auch in Grangor recht wohlhabend ist, dürfte das auch ein sehr, sehr üppig ausgestatteter und sehr bequemer Gästetrakt sein. Von daher habe ich nichts dagegen, dahin zu gehen. Du kommst an der Tür dran an und hörst noch so ein paar Gesprächsfetzen. Eindeutig die Stimme von Talia und dann die Stimme eines diese etwas sonore Stimme eines Mannes. Durchaus einen wohligen Klang habend. War zunächst ihre. Seid ihr sicher, dass das nötig ist? Es gibt kaum ein Gebäude in dieser Stadt, das besser geschützt ist als dieses. Hier wird niemand, und ich wiederhole wirklich niemand, ungesehen in euer Zimmer eintreten können. Ich halte das für nötig, was ich für nötig erachte. Ich weiß, was das hier für ein Gebäude ist, und ich weiß, dass ich hier nicht jedem einfach so vertrauen kann. Der Listige ist manchmal so, manchmal so. Und ich möchte sicher gehen, dass jeder, der dem Listigen huldigt, doch wenigstens einen Respekt davor hat, wie ich meine Übergangsräumlichkeiten zu schützen weiß. Nun ja, ich werde euch nicht davon abhalten können, das zu machen. Soll ich mich nach draußen begeben, sodass ihr hier dann alleine seid? Oder kann man das Zeug wieder aufheben, um Leute raus und reinzulassen? Ich habe keine Ahnung davon, wie man das was macht. Das braucht ihr auch nicht. Ich glaube nicht, dass ihr dafür begabt werdet. Genieße allerdings eure Anwesenheit. Also könnt auch gerne hier übernachten, wenn ihr wollt. Ich fürchte, ich muss das wohlgemeinte und verlockende Angebot ablehnen. Eigentlich bin ich nur hier, um noch ein paar Worte mit euch auszutauschen und den Wein aufzutrinken, den ihr mitgebracht habt. Immerhin so der beste Wein aus Belhanka, den kriegt man selbst hier nicht so oft. Deswegen habe ich ihn ja mitgebracht. Extra aus dem Rosentempel. Ich weiß, dass ihr auf gute Sachen steht. Das letzte habe ich nicht gehört. Vielleicht lassen wir den Rest der Flasche bis morgen. Das ist ein guter, meint ihr nicht, morgen wäre mein Artefakt schon wieder hier? Ich vermute stark, dass es so ist. Wenn es nicht so ist, dann heißt es, dass der Listige wohl nicht auf unserer Seite steht. Aber ich habe vollstes Vertrauen in den Listigen, dass er das Artefakt schnell, gezielt, und dann wird die Stimme lauter und ruhig wieder hierhin bringt. Klingt die Stimme, als wäre sie direkt an der anderen Seite der Tür.
Ja, weil sie ruhig gesagt hat, mache ich jetzt auch keinen Ton. Ich lehne so gegenüber von der Tür an der Wand, so mit der Schulter, und habe mein Reisebrevier rausgeholt und ich blätter einfach da drin gerade ein bisschen, so ganz unbeteiligt. Wisst ihr, Hilberto, manchmal ist der Listige auch jemand, der für seine Aufträge nicht nur einmal etwas verwendet. Ich meine, das, was ihr uns angeboten habt, ist sehr großzügig gewesen schon, aber manchmal etwas schneller geht. Ernsthaft, ich habe extra mir meinen Anker Wein und das, was ich euch als Tribut mitgebracht habe. Und ihr wisst darum, um die Nötigkeit. Na gut, wie wär's mit 50 Dukaten? Zahlt sowieso die Akademie. Dankeschön. Und dann zieht sie die Tür auf. Oh, Herr Ferdion. Wie schön, dich zu sehen. Komm doch rein. Guckt, Vikarin. Ah, stopp. Bevor du an der Schwelle über die Schwelle übertrittst, sagt sie so, stopp. Dreht sich um zu dem schwarzhaarigen, gut aussehenden Mann, der in einer Magierrobe dort steht. Würdet ihr bitte, damit Ferdion eintreten kann? Das geht doch, oder? Ja, natürlich geht das. Macht so eine Armbewegung. Kommt herein. Vielleicht ein bisschen zu sehr geschauspielert, ja, mache ich erstmal einen vorsichtigen Testschritt so rein und wieder ganz schnell zurück. Schau nochmal die Vogtvikarin an. Die lächelt. Zuck mit den Schultern und dreht ein. Ich bin gerade erst um die Ecke gekommen. Gut, dass ich euch gefunden habe. Es ist so, als ob dieses Gold dafür gesorgt hätte, dass sie gerade erst um die Ecke schaut. Die Wege des Grauen sind listenreich. Immer und überall. Seht ihr, euer Opfer hat etwas gebracht. Der Mann zieht so eine Augenbraue hoch. Bestimmt. Könnt ihr die Tür bitte wieder schließen? Ich mach die Tür zu. Macht wieder eine magische Armbewegung und jetzt hört Ferdian auch. Ferdian auch. Eine Art Knistern, was die Luft erfüllt. Ich bin ganz schön beeindruckt, dass ihr da sowas könnt, ohne einen Zauberspruch aufzusagen. Du bist wieder stumm? Gerade bei solcher Art Zauber ist es besser, wenn man manchmal nicht, ihr wisst schon, redet. Ja, sehr, sehr praktisch. Zaubern ohne Zauberspruch. Ferdion, das ist ein Unikat. Ja. Ein Zauberer, der nicht Zaubersprüche aufsagt. Wenn ich mich vorstellen darf, Hilberto Castellani Taligin. Mit wem habe ich die Ehre? Mondschatten, Ferdion Sandfort. Sandfort? Ja. Die Sandfort. Welche? Familie Sandfort, hier aus Kranken. Seid kann ihr sein. Verwandt mit denen, oder ist das Zufall? Durch meine Weihe habe ich jegliche familiäre Bindung ohnehin gekappt. Das tut mir leid. Das muss euch nicht leid tun. Der Listige hat mich erwählt. Was könnte mir Besseres passieren? Selbstverständlich. Nun, habt ihr das mitgebracht, wofür ich euch ausgeschickt hatte? Ich konnte das Kästchen nicht mitnehmen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Es war extra gesichert. Es befand sich in einem Geheimversteck. Ich hielt es für klug, es genauso herzurichten, wie es war, um
erst dann Aufmerksamkeit zu erregen, wenn das Schiff abgelegt ist. Hm. Aber der Inhalt ist hier. Ihr habt es aus dem Kästchen entfernt. Habe ich. Das Kästchen nicht mitgebracht. Nein. Schaut so rüber zu Talia. Neferdion, das war nicht Teil der Abmachung. Teil der Abmachung war auch, dass ich es ohne großes Aufsehen mache. Und dieses Kästchen ist unverwechselbar und befand sich an einem Ort, wo man sofort gesehen hätte, dass das Kästchen fehlt. Deswegen habe ich meinen Besten ausgeschickt. Ehrt mich sehr, ist gelogen. Ich habe den anderen Inhalt dieses Kästchens auch noch mitgebracht und hole die Ampulle raus und leg hin. Keine Ahnung, was es ist, scheint zur Sicherheit gehört zu haben. Kukris, keine Ahnung. Darf ich? Meint Hilberto. Es gehört euch. Ich muss es nicht behalten. Aber Oculus. Wenn ihr herausfindet, was es ist, sagt es bitte. Faszinierend. Das ist keine Flüssigkeit, die mir bekannt ist. Faszinierend. Es ist magisch. Faszinierend. Du bist stumm? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wo das Kästchen herkommt. Naja. Wo kommt's her? Aus Weiden. Faszinierend. Mhm. Und die werden gar nicht erfreut sein, wenn das Kästchen nicht wiederkehrt. Also, die werden wahrscheinlich froh sein, dass der Inhalt wiederkehrt. Was war der Inhalt? Zeigt es her. Es liegt dort auf dem Tisch. Hm. Ein Stück Holz angespitzt. Hm. Keine magischen Eigenschaften. Aber Vogtvikarin nimmt es einmal in die Hand. Die geht rüber und legt ihre Hand darauf. Schaudert dann ein bisschen so zurück. Ist dir das nicht auch? Was soll ich hören? Weiß ich nicht. Vogel, Flügel schlagen. Tritt zum Fenster. Der Zauber wirkt auch auf das Fenster, nicht wahr? Natürlich. Werde ich es wohl besser nicht öffnen. Und Aricio. Adio. Verzeih. Ich hatte echt gedacht, ich kann dich schicken, dass du das Kästchen mit auch hierhin bringst, obwohl ich wusste, dass es sehr schwierig wird. Ich hätte das machen können, aber garantiert hätte die gesamte Mannschaft dieses Schiffes morgen früh hier auf der Schwelle stehen gehabt. Bei so einem Artefakt ist es offensichtlich, dass wir es entwendet haben, wenn es entwendet worden ist. Offensichtlich. Wollt ihr, dass eine Aufgabe wortgetreu ausgeführt wird oder wollt ihr, dass eine Aufgabe sicher und vernünftig ausgeführt wird? Ihr hättet mehr Informationen, also wenn das Kästchen so wichtig gewesen wäre, hättet ihr vielleicht die Informationen auch noch einmal verdeutlichen müssen. Muss ich euch jetzt leider mitgeben. War mir nicht so deutlich. Und der Sicherheit wegen war mir das jetzt einfach. Er ist ziemlich forsch in seiner Wortwahl. Das war er schon immer. Danke, du kannst dich entfernen, Leon.
Zeig so zur Tür. Ein Lächeln geht über ihr Gesicht. Würdet ihr nochmal? Sicher. Hauptsache, das Zeug kommt schnell nach Gerasim. Das mit dem Kästchen müsste ich dann erklären, aber ich denke, sie werden froh sein, wenn es, dass sie den Inhalt wiederkriegen. Ich verlasse dann den Raum. Und dann höre ich wahrscheinlich, also schließe ich die Tür und dann höre ich wahrscheinlich wieder dieses Knistern dahinter. Schaue mich nochmal um. Hättest du das Kästchen auch mitgebracht? Und geh dann. Wohin? Wahrscheinlich erstmal eine Runde schlafen. Okay. Dann hast du eigenartige Träume, als du einschläfst. Du siehst vor dir wieder dieses Stück Holz, dieses spitze Holzstück. Du hörst Flügel schlagen. Du siehst dann vor dir die Szene, als du aus der Kajüte herausgekommen bist, wo die Wache mit dem Schiffsjungen spricht und du meinst, dass der Schiffsjunge ganz kurz über die Schulter blickt. Du kannst in sein graziles Gesicht sehen. Ein junges Gesicht. Spitzen Ohren. Was dich dann sehr, sehr lange anschaut und dessen Blick sehr, sehr lange auf dir haftet, wo du über die Reling steigst, du warst dir sicher, dass keiner dich beachtet, als du über die Reling steigst, aber in diesem Traum ist es so, als würde dieser Junge dich die ganze Zeit ansehen, während du über die Reling steigst. Das war definitiv anders in deiner Erinnerung, aber in dem Traum beobachtet er dich, wie du in die Gasse gehst. Stück Holz auspackst, wie du in den Tempel gehst. Dann steht er vor deinem Bett und schaut dich an, wie du schläfst. Ich hoffe, dass genau in dem Moment ich dann hochschrecke, ja? Versuchst, weil du dir bewusst bist, dass du träumst, aufzuwachen. Und als du versuchst aufzuwachen, dich selber zu zwingen, aus diesem Traum zu erwachen, die Techniken, die du gelernt hast, um mit Träumen um bewusstes Träumen herbeizuführen, zu nutzen, merkst du, dass die Umrandung, dass die Schemen im Zimmer verschwimmen, nur noch das Gesicht dieses Elfen überbleibt, der immer blasser wird, immer blasser, immer die Haut immer mehr eine Dünnigkeit besitzt, sodass man die Knochen irgendwann unten herunter durch die Schädel durchsehen kann, Augen etwas zurücktreten, gespenstische Fratze. Die Haare werden strähniger, sie sowieso schon sind, fallen teilweise aus. Dann ziehen Schatten auf hinter dieser Gestalt, hüllen sie halb ein, vernichten jegliche Kontur in dem Zimmer, in dem Traumzimmer, das du vorher noch gesehen hast, schwappen über auf dein Bett. Und dann meinst du, dass der Schatten eine Gestalt bildet. Nichts kannst du wirklich sehen, es bleibt ein Schatten, aber dieser Schatten hat zwei rot glimmende Augen. Und dann sagt die elfische Gestalt: Er hat es. Das gestohlen. Das ist nicht schlimm. Es kommt dorthin, wo es hin muss. Aber es ist gefährlich.
Wir sind gefährlich. Für die, die sich uns in den Weg stellen. Ich. Und jetzt beugt sich der Stotten mit den zwei roten Augen über Ephedion. Höre. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Ich weiß, dass du es gestohlen hast. Ich weiß, dass du es hast. Oder dass ihr es habt. Damit verändert ihr nichts. Ich bin Arantal. Und ihr haltet mich nicht auf. Und dann erwacht er. Ich erwache mit einer fließenden Bewegung, in der ich ein Wurfmesser von hinten an meinem Bett ziehe und sie sofort wahrscheinlich an die Wand gegenüber schmeiße. Das Zimmer ist so, wie du es in Erinnerung hattest, leer. Bei Kalamans Hand! Helfen? Oh, echt. Das wirkte zu echt, als dass ich das einfach nur zufällig geträumt haben könnte, ne? Du bist dir sicher, das war ein Traum. Das war ein Traum, den du bewusst am Ende mit als lebt hast, als Traum. Aber es war ein Traum. Mhm. Ein bisschen Sorgen macht dir, dass du dich selbst nicht zwingen konntest, aufzuwachen. Das funktioniert sonst immer, wenn du bewusst träumst. Die Boron-Geweihten würden allerdings sagen, zufällig träumst du nichts. Und diese komische Schattenfigur und Elf? Draußen kriecht die erste Helligkeit durch das Fenster. Ja, Schlaf werde ich wahrscheinlich jetzt ohnehin nicht mehr finden. Koche ich mir jetzt einen Kaffee. Und dann geht's wieder zur Arbeit. Wie sieht denn eine Arbeit von einem Fexgeweihten aus? Also da heute wieder Börsentag ist, werde ich erstmal zum Fextempel gehen und gucken, was getan werden muss. Es gibt ja verschiedene mögliche Dienste. Das eine ist eben der Vogtvikarin bei den Versteigerungen zu assistieren, was ich, glaube ich, heute nicht so gerne tun möchte nach gestern Abend. Ich glaube, die soll sich erstmal ein bisschen beruhigen, bevor ich wieder ihr direkt unter die Nase trete. Dann gibt es die Möglichkeit, innerhalb dieses Trubels der Versteigerung ansprechbar zu sein für weitere Handel. Allerdings, also ich könnte auch, ich glaube, das gefällt mir irgendwie heute am besten. Ich möchte mich heute in einer der Kapellen aufhalten, in einer der unteren Kapellen, um da schlichtweg Anfragen für Segen oder Gespräche oder so anzunehmen oder gemeinsam beten. Ich glaube, das ist heute mal ein bisschen niedrige Stufe jetzt nach der Nacht. Es klopft irgendwann an die Kapellentür. Mach auf, mein Herr. Es kommt der kleine rothaarige Kopf des Graufuchsens Ennio zum Vorschein.
Den von gestern Abend. Leicht schlafen sieht er noch aus. Verzeihung, aber hier ist jemand. Und dann wird er so in ins Zimmer reingeschoben, sodass er so rein was reinfällt auf die Nase. Und ein dicklicher, relativ reich aussehender Mann mit strähniger Halbglatze schiebt sich in das Zimmer. Ah, Hexe Bruce. Kennst den Mann? Der ist nicht oft hier, weil er oft auf Reisen ist. Ein mittelreichischer Händler, der aber sehr stringent zwischen dem Mittelreich oder anderen Örtlichkeiten und Krango hin und her reist. Sein wohlfühliger Leib zeugt schon davon, dass er gute Geschäfte macht. Und wie Eferdion weiß, hält er ein großes Stück auf den Tempel hier und führt auch seinen Wohlstand darauf zurück, dass er immer hier Halt macht. Und Eferdion ist auch einer seiner Lieblingspriester hier. Er fragt immer nach dir. Und weiß, dieser Mann ist unendlich anstrengend. Niemand von den Leuten hier hat gern mit ihm zu tun, weil er ständig alles bis ins kleinste Detail erklärt haben will. Man muss immer extra nochmal beten. Er lässt doch gut Geld da. Also einträglich ist diese Quelle schon. Aber der ist sehr, sehr anstrengend und sehr fordernd und ein Rüpel und ein ein Ego, was von jenseits der Welt stammt. Ein Riesenego, das immer mal wieder gekrault und gestreichelt werden will. Einmal hat ein einer deiner Freunde versucht, ihn abzuhalten, indem er ihn ein bisschen bloßgestellt hat. Und ihn abgewiesen, aufgrund seiner Rüpelhaftigkeit. Aber das hat ihn noch mehr dazu angetrieben, Stunk zu machen im Tempel und alles auf den Kopf zu stellen, immer wieder aufzutauchen. Bis das ging, bis zu Thalia selbst nach oben, wo er sich beschwert hat. Und er weiß jede Menge über die Strukturen in der Fexkirche. Er hat Beziehungen und er weiß die auch zu nutzen. Deswegen ist er so anstrengend, weil man kann ihn nicht einfach des Tempels verweisen. Der ist anstrengend und fies, aber er bringt Geld ein und man muss sich mit ihm befassen. Und der Ferdion ist einfach sein Lieblingspriester. Und der kleine Ennio, der gerade jetzt sich wieder hochrappelt, gestikuliert ein bisschen. Es sind ein paar Worte falsch, aber Eferdion bekommt mit. Ich konnte ihn nicht abhalten. Er hat aus mir rausgekriegt, wo du bist. Du bist noch stumm. Schön, dass ich dich hier treffe. Ennio, herzlichen Dank, dass du ihn zu mir gebracht hast. Signor Gordo, ich hoffe, der Klang eures Geldbeutels ist üppig. Eure Geschäfte liefen wohl. Kommt herein. Ja, du nennst ihn mal Gordo. Sein wahrer Name ist Gisholt Rübenweiler. Aber da das den Leuten, den urasischen Leuten hier in Grangor ein bisschen rau klingt, hat er sich tatsächlich, solange er hier ist, den Namen Gordo gegeben. Naja, nein, den gebe ich ihm immer. Das heißt gleichzeitig fett, wanst als auch reicher Typ. genau, und also der kommt aus Mittelreich offensichtlich, deswegen versteht er mich auch nicht. Deswegen kriegt er von mir den Spitznamen. Mhm. Und ich schieb ihn so rein und mach mit der anderen Hand in Richtung Ennio.
zwei Sätze auf Attack. Erstens, gut geübt. Und zweitens, über den hier reden wir später. Und schick ihn dann raus. Du, also, er macht ein paar Handgesten, die ungefähr bedeuten, danke für das Schaf. Den Teppich habe ich am Frühstück gegessen. Grinsend ignoriere ich ihn und wende mich meinem, meinem netten Senior zu. Wie ist es euch ergangen? Was kann ich für euch tun? Hervorragend. Hervorragend. Ich bin gerade auf dem Weg in einer sehr, sehr großzügigen in Handelsbeziehungen zu treten. Ich mache Geschäfte mit den Magierakademien. Hier? So? Hier in Grangor weilt gerade jemand von der Akademie Gerasim. Kennt ihr die? Das ist weit im Norden. Gera, liegt das im Mittelreich? Nein, nördlich vom Mittelreich. Nördlich. Mhm. Ja, die Akademie der Erscheinung hat häufiger Disputationsgäste. Von daher ist das eigentlich nichts Neues, dass hier auch auswärtige Magister. Ein Horasier lebt nördlich des Mittelreichs. Ja, interessant, nicht wahr? Und für diese Informationen kriegt man doch bestimmt ein paar Groschen hier. Moment. Ihr habt mir jetzt gerade eine Information serviert und wollt danach, dass ich euch dafür bezahle? Ja. Ich glaube, er benötigt einen Segen. Kann das sein? Naja, wenn meine Handelsbeziehungen florieren sollen, dann schon, ja. Naja, ihr solltet auch über eure Handel... Also ein Segen gebe ich euch auf jeden Fall schon mit auf den Weg. Ihr solltet noch einmal darüber nachdenken, in welcher Reihenfolge ihr Bezahlung und Ware anbietet. Hm. Aber keine Sorge, natürlich. Ein paar Groschen werdet ihr von mir bekommen. Und ich drück ihm für die Info so drei Silber in die Hand. Seht ihr, ich habe beherzigt, was ihr mir beim letzten Mal gesagt habt. Informationen sind manchmal mehr handelswert als Bar. Mhm, ja. Nun, also, meine Geschäftsbeziehungen zum Mittelreich sind ja gefestigt. Und die reißen mir geradezu diese zweitklassige Grangora-Mode aus den Händen. Danke nochmal für den Tipp. Also, den mit den weggeworfenen Kleidern von den hohen Damen. Keiner hast du gesagt und passt perfekt. Ja, wie dem auch sei, ich wollte, dass sie mir ein bisschen die Sterne deutet, ob diese Handelsbeziehung zu nördlich des Mittelreichs nach Gerasim, ob das noch mehr Profit bringt. Ist das im Sinne des Listigen, wenn man eh schon viel hat, dann noch mehr rauszuschlagen? Ich meine, ich müsste wieder von null anfangen. Ich müsste mit einem Karren oder zwei die Wildnis nach Gerasim reisen. Das ist anstrengend. Und ich muss da auch persönlich hin. Ich kann da nicht einfach irgendwen hinschicken. Also, Senior, ich nehme ihn so in den Arm, ne, über die Schulter. Und ich habe ja gerade gemerkt, wo er die drei Silber hingesteckt hat. Ich werde ihm die dann auch in einer fließenden Handbewegung gleich wieder entwenden und mir wieder zuführen. Ihr
Wollt also einen neuen Pfad der Geschäftsbeziehungen eingehen. Und dazu möchtet ihr ein Orakel. Das habe ich richtig verstanden, ja? Und ich gehe so mit ihm im Arm so auf den Altarpunkt zu. Nun gut. Ich werde Folgendes tun. Und ihr verratet mir, ob das in eurem Sinne ist. Ich habe hier drei Würfel. Und ich verrate euch jetzt etwas Persönliches. Etwas, was ich für gewöhnlich jeden Morgen tue. Ich meditiere mit diesen Würfeln und orakel auch ein bisschen. Und ich werde Folgendes tun. Ich werde zwei Würfel werfen. Ich mache das mal eben. Mit eurem Anliegen im Herzen. Ich habe eine 7 geworfen. Und jetzt werde ich mit dem dritten Würfel so lange werfen, bis es eine exakt fexgefällige 9 ergibt. Ich habe sofort eine 2 geworfen. Das ihr seht passt an dieser Stelle. Bitte? Das passt ja sofort. Das passt glänzend. Ist das ihr seht, gut? Das möchte ich euch gerade verraten. Ihr seht daran, dass der Herr Fex einen solchen Neuanfang, ein Wagnis, um Gewinn zu erzielen, durchaus schätzt. Er unterstützt das mit seinem ganzen Tun. Und von daher kann ich euch nur raten, den Weg nach Norden anzutreten. Ruhig alte Handelsbeziehungen abzubrechen und dort im Norden versuchen, noch mehr Reichtum zu erzielen. Also dort ist wirklich Reichtum, ja? Wird richtig gut Zaster machen? Das sagen die Würfel. Moment, die Würfel sagen nicht, dass ihr Zaster machen werdet. Die Würfel sagen, dass der Herr Fex euch definitiv rät, nach Norden zu gehen. Nach Gerasim. Aricio schaut hinunter auf die Würfel. Da liegt ja die 9 immer noch. Und so leicht schwimmt in diesem Augenblick, wo du sagst zu ihm, der Herr Fex will auf jeden Fall, dass du nach Norden ziehst. Leicht verschwimmen diese Würfel vor deinen Augen. So, als ob du gerade so ein bisschen Tränenflüssigkeit vor die Augen bekommst, so dass es so ein bisschen verschwimmt. Und dann hast du das Gefühl, dass jemand in der Ecke des Zimmers steht. Und in den Schatten dir das Buchregal wirft, wo die ganzen Gebetsbücher drin sind. Da steht eine kleine Gestalt, ein Mädchen mit einer Sanduhr in den Händen, schüttelt mit dem Kopf, dreht sich um und verschwindet in den Schatten. Und dann hörst du Flügel schlagen. Irgendwo im Hintergrund. Und dann hörst du die Stimme von Rübenweil. Hallo, hey, Ferdion, hey, aufwachen. Was war jetzt mit der 9? Und dem Handel? Ja, das hatte ich euch das noch nicht erzählt. Ja, das wird der Willistige, also Vex möchte, dass ich nach Norden reise. Das habt ihr gesagt. Er heißt es gut, ein neues Wagnis einzugehen, Veränderungen zu schaffen, Herausforderungen anzunehmen. Das ist der Weg des Listigen. Und die Reichtümer. Wisst ihr, wir kommen da bei diesen Elfen vorbei. Das sind Elfenlande, wo Gerasim liegt. Elfen? Ja. Das sind die mit den spitzen Ohren, richtig? Richtig. Und wisst ihr was? Die haben keinen Sinn für Geld. Vielleicht sind das ansprechende Handelspartner für euch.
So könnte ich auf dem Weg und am Ende Geschäfte machen. Ich mir. Dann verkaufe ich denen irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Felle oder so. Ich weiß nicht, was Elfen wollen. Vielleicht ein paar Perlen. Oder, keine Ahnung, was könnten Elfen gebrauchen? Ja, dann vielleicht. Was sagt der Listige, was die Elfen brauchen könnten? Vielleicht kaufe ich das dann hier ein. Senior, ich glaube, das werde ich euch nicht beantworten können. Ah, kommt schon. Ich weiß, dass ihr das wisst. Dass die Würfel, die müssen sowas wissen. Nur ein Tipp, ein kleiner Tipp. Ich werde es nochmal versuchen. Und eher so beiläufig werfe ich jetzt nochmal die Würfel. Und so oft ich werfe, es will mir keine neuen gelingen. Und du hast so einen Hauch, der so durch das Zimmer geht, irgendwie, es fröstelt dich. Und ach. Dann blickst du nach dem, keine Ahnung, wie lange würfelst du und versuchst es nur 9 zu würfeln? 9-mal. Nach dem 9. Wurf schaust du dann wieder zu dem dicken Rübenweiler nach oben und stutzt dann und ziehst dich kurz zurück, weil du hast das Gefühl, eine bleiche, tote Fratze zu stirren. Schüttelst kurz, nachdem du so zurückgeschockt bist, wieder in den Kopf und dann steht er wieder ganz normal vor dir. Alles gut? Braucht ihr einen Tee? Senior, ich werde euch keine Antwort auf eure Frage geben können. Es tut mir leid. Der Listige hält sich bedeckt. Tee! Danke, Eferdion. Tee, natürlich. Die trinken doch keinen Alkohol, diese Spitzohren. Tee können die saufen. Wer kann hier aus Grangor den besten Grangor-Tee mitbringen? Unten Alanfischen-Tee. Das Konto, gibt es noch jemanden, der da was verkauft? Die Würfel sind ja einzigartig perfekt. Danke für das Lob. Kann man die kaufen? Das habt ihr schon getan. Nein, man kann sie mieten. Und das habt ihr gerade getan. Mieten? Ach so, ja, natürlich. Schieb dir eine Goldmünze rüber. Steck die Goldmünze ein. Kann ich noch etwas für euch tun? Wisst ihr, wenn man ein neues Wagnis eingeht, wie du irgendwie eh gesagt habt, nicht wahr? Ich hab immer ganz gerne was Handfestes mit. Etwas, was mich stark macht im Handeln, worauf ich mich zurückziehen kann. Was fest ist. Da dachte ich an ein stärkendes Element. Ein Geldbeutel. Er zieht so seinen Geldbeutel raus. Das ist ein dicker, samtiger Beutel. Wirklich groß. Aber eben auch ein Symbol des Fex darauf eingesteckt. Er möchte, dass ihr mein Geld segnet. Es zu einem festen Ding macht, was mir die Handelsbeziehungen erleichtert. Damit wird was Neues entstehen kann, wisst ihr? Zwinkert, so vielsagend. Ihr wollt, dass ich das Geld segne? Ja. Ist
das irgendetwas, irgendeine besondere Geldstücke oder so? Oder ist das einfach euer Geld? Es ist mein Geld. Ehrlich verdient im Sinne des Vex. Muss natürlich auch reinvestieren, aber ich dachte mir, ich nehme dann dieses Gold mit nach Norden. Das dort das erste Mal ausgeben. Und so lange nicht mehr daran. Und ihr wollt das bei den Elfen ausgeben, ja? Nein, in Gerasim. Die Elfen haben noch keinen Sinn für Gold. Tee, sag ich euch. Tee kann man bestimmt an die bringen. Ihr seid von uns beiden der Händler. Ich bin nur ein simpler Geweihter. Gut, dann gebt mir mal, das wird aber ein bisschen dauern. Also, wo wir gerade so viel von Tee gesprochen haben, ich würde euch einfach raten, vorne in der Börse in der Zwischenzeit einen solchen zu trinken. Und in der Zwischenzeit segne ich euer Geld. Das ist ein ziemlich großer Geldbeutel. Ja. Das ehrt euch. Habt ihr das Fexen-Symbol gesehen, habe ich gestern machen lassen. Wer hat's denn eingestickt? Am Hafen, wie hieß sie noch? Die Stickerin am Hafen. Celindia? Nein, die andere. Simona. Die aus der zweiten Hafenreihe, ja? Ja. Ah, alles die klar. Die mit dem Schmiss auf der Wange. Ja, die ist gut. Die ist gut. Die hätte ich euch auch empfohlen. Ich glaube, nehmt ihr mein Angebot an? Ich habe nur die Hälfte bezahlt, weil ich gesagt habe, da steht noch ein Faden über. Ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Ich guck mal, steht da wirklich noch ein Faden über? Ja, steht einer über. Also so ein ganz kleines bisschen. Aber es ist halt jemand, der sich halt über Handwerk chauffiert, wo gar nicht wirklich was schlecht ist. Man erkennt das kaum, wenn man es nicht weiß. Es wundert mich, dass der Mann nicht Karen heißt. Na gut. War im Sinne des Listigen, nicht wahr? Halber Preis bezahlt nur. Ja, bestimmt. Was er vielleicht also, auch weiß, ist, dass die Frau ziemlich am Hungertuch nagt und auf jeden einzelnen Groschen angewiesen ist. Wenn sie eine Näherin ist, die im Hafenviertel arbeitet. Also nehmt ihr mein Angebot an. Ihr könnt auch sagen, dass ich euch schicke. Mit dem Tee. Leg ich noch was drauf. Ja. Ich werde was, wenn ihr Zeit dafür braucht, gerne. Dann dreht er sich wahrscheinlich noch mal um und ich rufe noch mal. Signor Gordo, ich... Gisold heißt das. Gisold. Ja, genau. Worauf soll ich genau. Euch das noch sagen? Ich weiß das. Nehmt es als Ehrennamen. Ach so. Wir haben jetzt schon eine so lange Beziehung, mein Herr. Ich werde eine fexgefällige Spende aus dem Beutel dann hier deponieren. Ist das für euch in Ordnung? Dann müssen wir uns danach nicht mehr drum kümmern. Natürlich. Dann genießt euren Tee. Dankeschön. Vielleicht kriegt man auch draußen irgendwelche Würfel, solche Würfel, wie ihr die habt. Natürlich. Ich schlender einmal durch die Reihen. Irgendwer wird ihm da drei Würfel verkaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt sitze ich hier in der Kapelle mit diesem Geldbeutel von dem Typen, der echt... ist und die Näherin wahrscheinlich mit voller Gewalt des Reichen da reingepresst hat. Ich bete da erstmal drüber und werf nochmal meine Würfel. Oh. Und meditiere darüber. Ne? Also es wird auch wieder ein bisschen dauern, aber mit dem exakt 9. Wurf werde ich die 9 schauen und bis dahin ist mir hoffentlich eine Idee gekommen, was ich machen könnte. Ich war so klug, sehr vage zu sein in meiner fexgefälligen Spende.
Ich schaue mich mal um und sehe eine Schale mit Haselnüssen, die in der ersten Reihe der Kapelle liegt, um gerade solchen eher anspruchsvollen Herren wie dem, der mich gerade besucht hat, auch einmal etwas bieten zu können, wenn sie denn doch... Naja, was ich damit mache, verrate ich vielleicht ein andermal. Und ich werde Folgendes tun. Ich werde den Beutel leeren. Gänzlich. Werde ihn mit Haselnüssen füllen. Und werde genau dieses Paket segnen. Und zwar sehr ausgiebig. Und ich werde eindeutig in meinem Segen die Worte verwenden: listiger, dieser Beutel wird exakt deinen Willen tun. Nicht mehr und nicht weniger. Darauf vertraue ich. Deine Kraft soll in ihn fließen und dein Werk vollbringen. Und dann überprüfe ich nochmal, ob sich der Beutel auch genau so anfühlt, wie er das vorher getan hat. Also klingen wird ein voller Beutel ja nicht. Der ist ja voll. Und dann werde ich wahrscheinlich den Beutel schultern oder so, wenn der so groß ist. Und werde noch einmal innehalten. Und ich nehme die eine Hälfte des Geldes für den Opferstock der Kapelle. Und die andere Hälfte werde ich später, beschließe ich, werde ich später der Näherin vorbeibringen. Sehr großzügig, ja. Kann mir ungefähr vorstellen, was sie erdulden musste. Mit den letzten Worten, die du als Gebet und als Segen über die Nüsse sprichst, dein alles, was du möchtest, soll damit geschehen, fällt durch einen Windstoß ein Buch aus dem Regal der Kapelle. Ein Gesangbuch, ein Gebetsbuch. Bleibt offen, aufgeschlagen, auf dem Kopf unten liegen. Ich schaue sofort hin. Geh hin, guck's mir an, welches Lied? Einer der hinteren Seiten. Es ist ein Gebetsbuch, ein Gebetgesangbuch für alle 12, wo für jeden der 12 Götter der Gebete drin ist. Ein Liedersatz drin ist. Und für jede Gelegenheit, die man im Alltag hat. Die Seite, die Doppelseite, die sich dir jetzt bietet, ist die Seite, die für Boron steht. Ein großes Boronsrad. Ich fürchte, ich werde auch noch einmal einen Borongeweihten aufsuchen müssen, der mir hilft, den Traum zu deuten. Da will mir irgendwer was sagen. Alles klar. Ich klappe das wieder zusammen. Schlage auch noch mal ein Boronsrad über das Gesangbuch. Sage nichts, sondern schiebe das Buch wieder zurück ins Regal. Nicke einfach nur und entferne mich aus der Kapelle. Gibst dem Herrn Rübenweiler sein weites Säckchen zurück. Sack wie Inhalt, Fex gesegnet. Seine Augen funkeln wie die eines
Kindes, das am Heiligabend unter dem Baum die Geschenke sieht. Grinst über beide Backen, bis er das Säckchen verstaut. Ich danke, ich werde es in Ehren halten. Bis zum nächsten Mal, Ferdion. Sieht sich wieder. Der Listige erhält eure Wege. Ich konnte leider keine so schönen Würfel wie eure stehen, aber ich habe welche in Auftrag gegeben. Das nächste Mal, wenn ich herkomme, werde ich sie mitnehmen. Sie werden hier auf euch warten. Ich werde jetzt einige Zeit lang unterwegs sein. Ich werde euch vermissen. Euer Hinweis und euer Rat und eure Würfel sind mir immer ein Leitstern gewesen. Ich werde in der nächsten Zeit, wenn ich wirklich so weit in den Norden ziehen muss, wirklich, wirklich lange nicht mehr in Grangor vorbeikommen. Ich glaube, ich lasse euch ja noch mal extra etwas hier im Opferstock für die ausgefallene Zeit. Macht es lieber so. Geht und bringt uns etwas Gutes aus dem Norden mit. Was haltet ihr davon? Und was denkt ihr? Das werdet ihr dann sehen. Der Graue wird euch zeigen, was er als sinnvoll erachtet. Okay. Das ist das, was ich machen werde. Danke euch. Vielmals. Gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Abes wache über euch. Und über euch. Und so verlässt er den Tempel. Was hat er denn diesmal gewollt? Neben dir taucht der Inyo wieder auf. Ach, das Übliche. Er macht mir keine Sorgen. Eher das, was ich ansonsten erlebt habe. Wieso? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es selber noch nicht. Der Herr der Träume will mir irgendetwas verraten. Oron. Durch der. Das ist selten. Aber doch nicht allzu ungewöhnlich, oder? Ich weiß nicht, also für euch ist das vielleicht normal, aber ich habe noch nie richtig ein Zeichen bekommen. Also ein bisschen halt, aber nicht so richtig. Weißt du, woran das liegt? Atak, lernen. Zeichensprache. Zeichen? Du merkst. Er macht so ein paar Zeichen und sagt dir, die Äpfel sind frisch. Ich korrigiere da nochmal so seinen Finger, damit der Satz irgendwie Sinn ergibt. So nach dem Motto, ich lerne viel oder so. Das wird schon. Keine Sorge. Bleib einfach dran. Ja. Ich halte mich eher so ein bisschen an diese Sterne-Sache. Ich glaube, das liegt mir. Bin ich so geschickt. Manche sagen auch, ich soll den Tempel verlassen, weil ich keine Geldbörsen an mich nehmen kann oder weil ich nicht so geschickt im Reden bin. Ach. Der Listige hat dich erwählt. Mach dir mal keinen Kopf. Der macht keine Fehler. Über die Sterne, ich sag's ja. Ist wichtig. Du siehst es an Palmides. Ja. Ohne den wäre hier nichts. Ich bin mir sicher, ich habe einen Stern fallen sehen. Ein Stern, den man aber jetzt nicht als fehlen findet, ja? Ich weiß nicht. Ich habe halt gedacht, aus dem Sternbild
des Fexens, aber vielleicht habe ich mich auch danach geschlafen, als ich es gesehen habe und habe es erst am nächsten Morgen gesagt. Warte mal, Junge. Wir gucken uns die Sternbilder mal an. Und ich hole mein Brevier raus. Du sagst, aus dem Sternbild des Fex ist etwas herausgefallen, ja? Schauen wir doch mal. Und ich zeige ihm jetzt das. Und das ist ja so ein bisschen aufgebaut wie der große Wagen, ne? Also hat halt so einen Fuchskopf und dann so einen Schweif. Und ich zeige ihm das Sternbild einfach mal hier im Buch. Was meinst du, welcher Stern war das? Also, jetzt wo er mich so genau fragt, bin ich mir da echt unsicher. Weiß nicht mehr. Also du kannst nicht ganz genau sagen, welcher Stern das war. Nein. Aber er kam aus dem Fex. Jetzt, wo er mich so direkt fragt, vielleicht auch nicht. Einmal durchatmen. Ich will doch wirklich nur wissen, was du gesehen hast. Vielleicht kam er auch ein bisschen so nicht vom Fuchs. Aber aus der Nähe des Fuchses. Aus der Nähe des Fuchses. Interessant. Hast du darüber auch mit Palmides schon gesprochen? Dass es vielleicht aus der Nähe sein könnte? Hat er sich das genau angeguckt? Nein, da habe ich noch nicht mit ihm drüber geredet. Vielleicht kommt es aus diesem Sternenhaufen. Nahe vom Elfenstern. Da würde es auch nicht auffallen, wenn einer weniger ist. Da sind so viele. Aber weißt du was darüber, über diesen Sternenhaufen? Tut mir leid, so gut bin ich in Sternkunde nicht. Da musst du schon Palmides fragen. Mhm. Ich bin eher so der Macher. Ja. Das stimmt. Du bist immer draußen und hast immer die wichtigen Aufträge und Palmides ist immer nur hier drin. Und unterschätze nie, was Palmides hier tut. Bitte tu das nicht. Der ist unglaublich wichtig. Ohne seine Fähigkeiten könnte ich da nicht rausgehen. Jedes Zahnrad gehört in den Tempel. Immer. Das sagt er auch immer. Und er hat recht. Und das ist auch ein Ingrim-gefälliger Spruch. Nicht umsonst ist Ingrim auch einer der Zwölfe. Jeder der Zwölfe arbeitet mit dem Listigen zusammen. Ja, ich werde ihn mal fragen, ob man das irgendwie auskriegt, ob das aus diesem Sternenhaufen meiner fehlt. Vielleicht ist er auch von dort aus in die Richtung des Fuchses geflogen und dann erst nach unten. Sodass es so aussah, als käme er von. Ja, oder noch eine weiter hergeholte Theorie. Versuch's. Ich kann es ja jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Man müsste irgendwas erfinden, womit man das mal also so aufschreiben, also alles so, alles genau aufschreiben könnte. Siehst du, du sagst, du hast keine Fähigkeiten? Das ist doch eine grandiose Idee. Also das nächste Mal, wenn ich sowas beobachte, alles aufschreiben und dann erst schlafen gehen. Ja, sofort. Sofort. Und gegebenenfalls, wenn du irgendwann tatsächlich Mondschatten werden solltest, ja? Was ich hoffe. Denn ich setze große Stücke auf dich, mein Freund. Dann such dir Verbündete, um genau diese Idee weiterzuverfolgen. Noch etwas Ingrimsches. Geduld. Beharrlichkeit. Bleib dran. Das sind geht auch nicht alles von heute Tugenden. Auf morgen. Bitte? Das sind auch fexische Tugenden. Geh ran. Danke für den Zuspruch.
Gerne. Jetzt schaue ich mal, was dieser dicke Mittelländer da draußen noch macht. Zwei Dämonenschatten haben seine Kutsche, naja, mit so Klimpersachen ausgestattet. Das wird bestimmt lustig, wenn er durch die Innenstadt fährt. Ernsthaft, halte ich fern von dem. Wieso? Lass das. Ist witzig, aber geh jetzt direkt zur Palmides, bitte. Na gut, lässt so ein bisschen den Kopf hängen. Ich tätschel ihn noch ein bisschen die Schulter. Wird schon. Das war aber meine Idee mit den Glöckchen. Der wird mal ein ganz großer. Ja. Ja. Wo apropos groß. Wo soll es hingehen? Ja. Ich glaube, ich mache heute früher Feierabend und gehe zum Boron-Tempel. Ja. Einmal zum Boron-Tempel. Trittst ein und das die Kapelle dort ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Kapelle des Vex, wo Trubel und Marktgeschrei und so herrscht. Genaue Gegenteil, hier ist es ruhig. Unangenehm ruhig. So ruhig, dass man selbst deine Schritte auf dem Boden hören kann. Ich glaube, ich muss noch einmal ein Wort mit Don Giro reden. Er hat mir versprochen, die sind still. Diese Schuhe. Ich drohe ihm vielleicht damit, den Schuster zu wechseln. Eine Gestalt in schwarzer Kutte tritt auf dich zu. Nickt dich an. Ich brauche Rat. Nickt. So eine einladende Bewegung, dreht sich um und läuft den Gang entlang Richtung einer kleinen Tür, die quietschend aufgeht. Was unglaublich laut ist hier in dieser Stille. Ziemlich fies anzuhören. Winkt dich dann rein. Und es ist nur so ein ganz kleiner Karzer. So gerade so zwei Leute Platz haben. In der Mitte so eine Räucherlämpchen. Eine Meditationskerze. Ein großes Bohrenrad an der Wand. Ich verneige mich vor dem Bohrenrad und schlage ein selbiges vor der Brust, als ich hineintrete. Einladende Geste. Dann setze ich mich. Setzt sich dir gegenüber. Ich hatte einen Traum, der mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht losgelassen hat. Es war ein Albtraum und anstatt daraus aufzuschrecken, wurde ich darin gefangen. Und ich schildere ihm den Traum. Und als ich heute intensiv betete im Fex-Tempel, machte mich ein besonderer Zufall auf den Herrn Boron aufmerksam. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass Bishtariel mir etwas sagen will. Der Geweihte reibt sich so ein bisschen über die Nase.
nickt, ob deines Opfers, steckt die Münze ein und dann es ist immer schwierig, einen Traum zu deuten. Gerade in solchen, wie du beschreibst. Aber ich nehme dein Gefühl des Berührtseins durch die Zwölfe durchaus ernst. Dass es kein Zufall sein kann. In welchem Zusammenhang war denn dieser Zufall? Ich habe einen Segen auf einen Gegenstand gelegt und den Herrn darum gebeten, seinen Willen zu tun. Vielleicht wollte der Herr Fex damit ausdrücken, dass sein Wille sich hier mit dem Herrn des Todes, des Traumes vereint. Möglich. Aber ich bin nicht so gut darin, den Willen des Herrn Boron zu deuten. Es tut mir leid. Ich weiß nicht viel über diesen Fall und ihr seid vage in euren Andeutungen, was es genau war. Also ich habe das Gefühl, dass jemand in meinen Traum eingedrungen ist. Denke, dass dieser schwarze Schatten mich bedrohen wollte. Das gefallene Buch ist ein anderes Ding als der Traum, aus dem ihr nicht erwachen konntet. Ein Traum, aus dem man nicht erwacht, ist nicht im Sinne Borons. Endloser Traum. Nein. Das ist nicht gewollt. Endloser Traum und Albtraum ist eher ein Zeichen für den Widersacher des Boron, für die Widersacherin. Wobei ich nicht denke, dass sie die Macht besäße, in einem geweihten Haus des Listigen, der Jünger des Vex, in so tiefe Bestürzung zu tragen. Und gerade nicht hier in Grangor. Diese Macht dürfte sie nicht haben, nein. Dann ist noch eine andere Macht im Traum im Spiel. Eine Macht, die einen Elfenhandlanger hat. Mir ist in letzter Zeit häufiger auch der Ortsname Gerasim begegnet. Gerasim? Das soll in den Elfenlanden liegen. Vielleicht hat es etwas mit den Elfen zu tun. In meinen Studien über Träume habe ich irgendwann mal wartet einen Augenblick und erhebt sich, hört dann ein Knacken von deinen Knochen. Und dann kommt er irgendwann mit einem dicken Wälzer, einem verstaubten alten Buch wieder. Legt das so auf seinen Schoß vor sich, als er sich in Schneidersitz vor den kleinen Schemel setzt. Es ist ein altes Lehrbuch. Oder Träume. Die meisten Dinge daraus kenne ich. Die meisten habe ich ja schon einmal miterlebt. Aber einige Abhandlungen waren mir so fremd. Studien über Träume. Man sagt, dass Elfen
einen besonderen Bezug zu Träumen haben. Manche behaupten sogar, sie würden eigentlich in Träumen leben und ihr Dasein hier auf Dere wäre, naja, ein Fehler oder ein Versehen oder eine Verführung. Dass diese Wesen ursprünglich in den Traum gehören. Also Elfen können Ebenen wechseln. Elfen besitzen eine einzigartige Fähigkeit, sich miteinander zu verbinden. Sie nennen es das Salasandra. Ein Gesang, eine meditative, tief innige Erfahrung, die uns Menschen fremd bleibt. Und der Autor dieses Buches beschreibt es als einen kommunikativen Universaltraum. Elfen haben die Möglichkeit, sich in einer Art Trance-Traumzustand miteinander zu verbinden. Und nicht nur die Fähigkeit, sondern es ist in ihrer Natur. Vielleicht, hier steht nicht mehr viel darüber, es ist nur ein Bruchstück, aber vielleicht besitzen Elfen oder dieser Elf, den ihr gesehen habt in eurem Traum, die Möglichkeit, in menschliche Träume ebenfalls einzudringen. Oder der Herr Boron hat euch ein Zeichen gesandt und euch in einen dieser elfischen Kollektivträume gesandt. Elfen, Elfen, Elfen. Grazioso. Eine Sache. Ich glaube, ihr habt. Bitte? Eine Sache noch. Gerasi. In Gerasim gibt es ebenfalls etwas, was mit Träumen zu tun hat, wobei. Naja, ein andersartiges Traum dabei. Ich glaube, es ist nur der Name, der es verbindet. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall habe ich in einer der letzten Verlautbarungen gehört von einem Geweihten meines Ordens, der von dort Nachricht gebracht hat, dass es in Gerasim etwas gibt, das sich Vermächtnis der Völker nennt. Ein Ort, der Gerasim zu einem besonderen Ort macht, nämlich zu einem Ort der Verständigung. Und dieser Ort, diese Verständigung soll dafür zu doll mit den elfischen Träumen zu tun haben. Dort soll es etwas geben, das man aufgrund der elfischen Verständigungsweise dieses Salasandra-Zustands, dass jeder erfahren kann. Zumindest habe ich es so verstanden. Deswegen ist Gerasim der Ort, an dem Menschen, Elfen, Zwerge, Orks und alle möglichen anderen Individuen auf Dere in Frieden zusammenleben und sich wirklich verstehen. Ein Eingang in den Traum, das ist dieser Mann genannt. Schon verstanden. Ich habe das Gefühl, da möchte mich jemand in Gerasim sehen. Ich wollte selber einmal dorthin reisen. Das Vermächtnis der Völker klingt wirklich lockend. Leider. Oh, wenn ihr möchtet. Berichte ich euch davon, wenn ich wieder da bin. Also ich dachte, ihr wolltet mir vorschlagen, euch zu begleiten.
wollt. Das kann ich nicht hier. Ich habe zu viel zu tun hier. Ach, zwei Padres außer Rand und Band, hä? Ihr schüttelt mit dem Kopf. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, damit ich mich dazu entscheiden kann, diesen gerade geäußerten Rat tatsächlich in die Tat umzusetzen. Aber wenn euch jemand etwas über diese Elfen und elfisches Träumen und so weiter erzählen kann, dann werdet ihr dort vor Ort auf jeden Fall die Menschen zugewandtesten Elfen finden, die ihr finden könnt, überhaupt auf Tere. Keine Ahnung von Elfen, um ehrlich zu sein. Es ist aber vermutlich gerade jemand aus Gerasim in der Stadt. Ja, ich befürchte, der ist nicht allzu gut auf mich zu sprechen. Der Magister Ordinarius Moventius Talianjin. Wie gesagt, ich vermute, er ist gerade nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Aber ich werde mich mal ranhängen. Boron mit euch. Und wenn ihr auf die Reise geht, Avis ebenfalls. Er nickt, ob dank deiner Münzen, die du wieder in den Klingelbeutel fallen lässt. Den Segen der Zwölf. Er nickt. Und ich verlasse den Raum wieder Boronrad schlagend rückwärts. Also nicht abgewandt von dem Boronsrad. Und gehe dann aus dem Tempel. Und ja, in mir reift dieser Entschluss, nach Gerasim zu gehen. Ich glaube, die Zeichen sind da ziemlich deutlich. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, worauf ich mich da einlasse. Und das alles relativ plötzlich kommt und alles mit diesem Artefakt zu tun hat. Ah, ich glaube, ich muss doch nochmal mit diesem Magister sprechen. Ja, du weißt ja, wo er zu finden ist. Dann gehe ich da nochmal hin. Herein. Dann kann ich die Tür von außen aufmachen oder ist da schon dieser Schutz? Ja, dann mache ich die Tür von außen auf und wahrscheinlich hat er immer noch seinen Schutzzauber an. Das heißt, ich mach, bevor ich dann so eintrete, einmal. Ja, er macht wieder die Handbewegung, lässt dich dann eintreten. Verzeihung. Vergesst das immer. Kein Problem, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Gut, dass ihr mitdenkt. Was führt euch zu mir? Ich mach die Tür zu. Ich bin offen. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler begangen, als ich das Kästchen gestern dort gelassen habe. Nicht nur, weil ich euch damit erzürnt habe, sondern auch, weil mich des Nachts jemand besucht hat. Jemand besucht? Im Traum. Jetzt wird's interessant. Ein dunkler Schatten. Er nannte sich Arantalva. Könnt ihr was mit dem Namen anfangen? Nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich genau an den Namen erinnere. Es könnte auch Arantalva gewesen sein oder Arantalra oder. Ich glaube, es war aber. Bitte? Arantalva. Ich glaube, das war's, ja. Der hat euch in deinen Träumen besucht. Ich vermute. Ich meine, diesen Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Ich weiß ja noch nicht mal, was er bedeutet. Und ihr scheint ihn zu kennen. Moment. Exposami. Hat er mich jetzt gerade ernsthaft, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, verzaubert? Du weißt nicht, was er macht, aber er hat einen Zauberspruch gesprochen. Ja. Aber er hat mich einfach, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, verzaubert.
Also, weiß nicht, was der Zauberspruch macht. Ob, kann auch irgendwas anderes sein, aber ja. Naja, aber er hat sich bewegt. Also, ich weiß ja, wie. Ich lebe seit jeher in einer Stadt mit einer Magierakademie. Ich bin Geweihter. Dementsprechend zumindest so ein bisschen gelehrt. Ich glaube. Ich glaube, ich weiß, wie das zumindest ungefähr funktionieren müsste mit Exposani, oder? Okay, gut. Okay, gut. Ja, dann. Dann würde ich, glaube ich, sofort ein Zeichen. Lass das. Ihr seid noch am Leben, ne? Ja. Ich wollte sicher gehen. So, bin manchmal etwas rude. Entspannt euch. Was habt ihr da gerade getan? Ich wollte sicher gehen, dass ihr lebt. Hä? Also verzeiht meine Flapsigkeit, aber... Hä? Niemand, den ich kenne, hat jemals eine Begegnung mit diesem Arantalva überlebt. Also den gibt's wirklich? Ja. Eine Legende. Angeblich einer der ältesten Elfen, die auf Dere wandeln. Also der ist elf. Ja. Seitdem ich dieses Artefakt berührt habe, habe ich ständig Omen, die in Richtung Elfen oder Gerasim zeigen. Was hat Arantalva mit Gerasim zu tun? Keine Ahnung, diese Verständigung der Völker vielleicht? Wir müssen dringend aufbrechen und dorthin zurückkehren. Ich sollte euch vielleicht noch etwas mehr berichten. Es ist in der letzten Nacht vermutlich ein Stern vom Himmel gefallen, der in keinem Sternenbild fehlt. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Sterndeutung. Naja, also es gibt diesen Haufen in der Nähe des Elfensterns, ja? Zwischen Stern, zwischen dem Elfenstern und dem Sternbild Fex. Mhm. Und einer unserer Novizen behauptet steif und fest, er hätte gestern Nacht einen Stern hinabfallen sehen. Hat das irgendwas damit zu tun? Ist das irgendwie eine besondere Nacht oder so? Also es geschehen ja schon merkwürdige Dinge, wenn Sterne fallen, das wissen wir ja. Ja, in letzter Zeit fallen öfters Sterne vom Himmel. Ist mir klar. Und jedes Mal passiert irgendwas. Hab ich mir sagen lassen. Aus dem Sternhaufen neben dem Elfenstern. Hieß es? Wir sind gerade beim Omen-Sammeln, würde ich sagen. Und wenn ihr einen eurer elfischen Magisterkollegen fragen würdet, könnt ihr euch jetzt einen Aufsatz erzählen über die Sternenträger. Die allerersten Elfen, die aus dem Licht traten. Wisst ihr, Elfen sind unsterblich eigentlich. Diese Wesen, die damals aus dem Licht traten, waren rein die stärksten, mächtigsten aller Wesenheiten, die jemals auf Dere gewandelt sind. Aber selbst sie waren nicht unsterblich. Wenn sie auch keines natürlichen Todes sterben konnten, so durch Gewalt oder andere Einflüsse, sind sie doch in dem Sinne unsterblich, als dass sie sich nach ihrem Tod aussuchen konnten, was mit ihnen passiert. Es gibt Hinweise aus der großen Saga, der Torvalschen Saga des Phileas, und wenn ihr die kennt, auf einen dieser Sternenträger, der wiedergeboren ist.
Filiason, sagt ihr, ja? Ja, Fockwulf. Werde ich mir besorgen. Bildungslücke. In der Tat, es ist ein durchaus interessantes Machwerk. Das Galde um Volker hat es gedichtet. Aber die Magister bei uns sagen, das wäre nur eine Möglichkeit für die Sternenträger, ihr selbst zu erhalten nach dem Tod. Die zweite wäre, dass sie in den Himmel zurückkehren und von dort aus als Licht weiterstrahlen. In Fexens Hort. Der große Sternenhaufen neben dem Elfenstern sollen angeblich viele, viele elfische Seelen sein. Sie nennen es Seelenlieder. Und wenn eines davon nun hinabfällt, heißt das wohl, dass wir hier einen ganz alten Elfen wieder auf der Erde begrüßen dürfen. Zum Beispiel Aran Talva? Nein, der ist nicht gestorben. Und noch nicht so alt. Alt. Was bedeutet so alt. Das? Ich müsste Magister Magnus Mutandus Silberhaar fragen. Er weiß mehr über diese Sachen. Hab nur ganz grobes Wissen darum. In mir reift. Wenn ein elfisches Seelenlied wieder auf Dere wandelt, dann ist es durchaus eine interessante Sache. In mir reift der Gedanke, euch zu bitten, nach Gerasim mitzukommen. Ich wollte eh zurückkehren. Ich bin Lehrer dort. Habt ihr etwas gegen den Seeweg? Der geht am schnellsten. Ich besorge uns eine Überfahrt. Ich glaube, mit euch an der Seite wird es ziemlich schnell gehen. Ich werde mal schauen, wann das nächste Schiff nach Riva ablegt. Wir werden es nehmen. Und ich werde Talia davon überzeugen, einen ihrer besten Mondschatten an meiner Seite zu lassen. Das ist eine Lüge. Du bist dumm. Als jemand, der in diesem Haus ein- und ausgeht, müsstet ihr wissen, wie oft die Lüge sehr nah an der Wahrheit ist. Los, schafft uns die Überfahrt. Wir müssen schnell sein. Schneller als eure Beine euch tragen können. Kein Problem. Und ich gehe da nochmal auf die Tür zu, mach nochmal den, damit er nochmal aufmacht und melde mich dann, ich denke, das können wir abkürzen, melde mich dann sehr deutlich bei der Vogtvikarin. So, sie soll bitte den Rest mit dem Magister klären. Und würde dann so schnell es geht am Kontor der Nordmeer-Kompanie vorbeifahren und meine familiären Beziehungen nutzen, um eine Überfahrt nach Riva zu organisieren. Bist du stumm? Von dort aus landeinwärts Richtung Gerasim. Genau. Quer durch, quer im Auckland vorbei ist es, ne? Riva ist ja weiter nördlich. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal vielleicht. Erzählt uns Eferdion ja mal am Lagerfeuer, wie er quer durch das Land gereist ist mit Magister Talgin im Gepäck und dem Artefakt im Gepäck. Aber wir werden den guten Eferdion unter dem Namen Alrizio dann wiedersehen, wenn es losgeht. In der richtigen Kampagne. Ja. Damit das Vorgespiel
hiermit erzählt. Viele Infos, viele Dinge zusammengekommen. Und eine Begegnung mit einem mächtigen Elfen im Traum. Bin schon ganz froh, dass ich mit trockener Hose aufgewacht bin. Ah, du wusstest zu dem Zeitpunkt ja nicht, was er ist. Oder was das ist. Und? Das ist so. Ja. Ihr merkt, Arizio hat Arizio hat einen leichten Drang zum Mystizismus und zu Zeichen der Götter. Und vielleicht hilft ihm das auf dem Weg. Und ja. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, Pölle. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen. Klar. Danke dir, dass ich nicht so viel selber reden musste. Entschuldigung nochmal für meine Stimme und mein Husten und mein öftiges Stummschalten und so. Dame Hypatia schreibt auch gerade, danke für den unterhaltsamen, ruhigen Abend. Genau die richtige Einstimmung auf die neue Woche. Dankeschön. Der Gevatter sagt auch vielen Dank, war klasse. Gute Nacht, gute Besserung. Ja, danke, da kann ich gut gebrauchen. Und ja, vielen Dank auch nochmal für den Follow von Kratutgei. Krautgei. Krautgei, glaube ich. Ah, Krautgei. Ihr mit euren Namen immer. Geschickt. Könnt ihr euch nicht ganz einfach Koali nennen, ist so viel einfacher. Oder Pölle. Krautgei, ja. Und auch danke an den Tengi für den Resub. 5-mal schon. Wow, danke, vielen Dank. Und falls ihr denkt, das Ganze hier ist ganz cool, freue ich mich natürlich über jeden Follow und jeden Sub. Wenn ihr das nachschauen wollt, könnt ihr auf YouTube nachschauen. Der Pölle macht jetzt gleich auch nochmal Werbung für seine Kanäle. Und während ich gucke, wo ich euch ihn weiterschicke. Genau, ja, ich mache Werbung für meine G7. Die ist nämlich super. Die macht mir unglaublich viel Spaß. Und die Leute, mit denen ich das spiele, sind auch der Hammer. Wir spielen das nächste Mal am Samstag. Und befinden uns gerade in Baliho in unsterbliche Gier. Also es lohnt sich noch einzuschalten. Man muss auch, glaube ich, nur 50 oder 60 Videos nachgucken. Also wir spielen sehr, sehr üppig und sehr, sehr ausgiebig. Auch Charakter und Szenerie und so. Und es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Ist der Hammer. Kann ich nur weiterempfehlen. Also wem das hier gefällt, guckt vorbei. Genau. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe was gefunden, wo ich nicht... Kein Problem, ich kann doch noch mehr von meiner G7 erzählen. Die ist nämlich super. Ich schicke euch jetzt gleich weiter auf einen englischen Kanal zu den Leuten von Roll for It. Super mit Tabletop-RPG-Kanal. Die spielen gerade Dungeons and Dragons. Also... viel, viel Spaß damit. Die machen immer super, super Content. Wir sehen uns hier wieder nächste Woche, hoffentlich, wenn alle gesund sind mit der Splitterdämmerung. Und in 2 Wochen geht es dann los mit dem letzten Prelude von dem letzten Mitglied dieser Kampagne. Und das ist ein bisschen ja, heute oder gestern erst entschieden worden, wer das ist. Bis da eine kleine Personalwechsel gab. Aber lasst euch da mal überraschen, da kommt in den nächsten Tagen noch eine kleine Ankündigung. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns. Macht's gut. Oh, schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen, zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.